Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger. Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Herzlich willkommen zurück aus unserer langen Sommerpause. Christian Rach hier aus Hamburg. Zurück aus der zu langen Sommerpause, meiner Meinung nach. Herzlich willkommen, Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Der Sommer war turbulent und damit meine ich nicht nur das Wetter. Weltweit war es seit Messbeginn noch nie so heiß wie im Juli. Doch bei uns in Deutschland war davon in den vergangenen Wochen, muss ich ja lax sagen, überhaupt nichts zu spüren. Der Sommer ist regelgerecht ins Wasser gefallen. Nie war eine Hitzewelle kälter als in den letzten Wochen. Weitere Top-Themen, die Sorgen machen: Unsere Wirtschaft schmiert weiter ab. Die AfD ist mittlerweile bundesweit nach den Umfragen zweitstärkste Partei. Und die Zufriedenheit mit der Ampelregierung und der Politik ganz allgemein ist auf einem neuen Tiefstand. Seit dieser Woche ist Bundeskanzler Olaf Scholz auch aus seinem Urlaub zurück. Und da braucht der Mann natürlich eine klare Ansage und auch eine Einordnung von uns. Deshalb wollen wir natürlich keine Zeit verlieren. Was war, was wird? Heute mit diesen Themen und Gästen. Auf dem Prüfstand der Wochentester. Krisenangst und AfD hoch. Wie gewinnt die Politik das Vertrauen der Menschen zurück? Wärmepumpenflaute. Wollte Robert Habeck zu viel? Gottschalks Wetten-Das-Ausstieg ist die Zeit der großen Live-Unterhaltung am Samstagabend wirklich vorbei. Heute zu Gast bei den Wochentestern Julian Niederrümelin. Der Philosoph und Bestsellerautor macht sich Sorgen um unsere Demokratie. Mit den Wochentestern spricht er über die Proteststimmung im Land und über die Gefahr von Cancel Culture. Und er ist auch aus dem Sommer wieder aufgetaucht. Unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen. Hallo Jochen. Hallo Christian, hallo Herr Bosbach. Genau, aufgetaucht ist bei dem Regen der vergangenen Wochen genau der richtige Ausdruck. Wir wurden von vielen Hörerinnen und Hörern bereits vermisst. Gab ganz viele Mails, die gefragt haben, wann geht's denn endlich wieder los mit den Wochentestern? Und denen haben wir natürlich jedem persönlich auch ordentlich geantwortet, dass es genau jetzt der Fall ist. Deshalb an alle, die uns geschrieben haben und sehr lange warten mussten, ein ganz besonders herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Staffel der Wochentester, in der wir uns ganz besonders, das haben wir uns vorgenommen, um die großen Sorgen der Menschen kümmern wollen. Mit Einordnung, Analyse und Meinung. Ihr habt es ja bereits im Opening angesprochen. Die Wirtschaftskrise, der Ukraine-Krieg und der Aufstieg der AfD zählen zu den größten Sorgen der Deutschen. Und das Ganze noch vor dem Klimawandel, der erst auf Platz 4 der großen Sorgen der Deutschen folgt. Das hat jetzt in dieser Woche eine repräsentative Umfrage der Bild ergeben. Das führt mich zur ersten Frage an euch beide, so ein bisschen unser Warm-up. Was hat euch in diesem Sommer am meisten Sorge oder Sorgen bereitet? Gibt es die eine große Sorge bei euch? Was ist da etwas, was euch am meisten bewegt hat? Wer mag beginnen? Ladies first, Christian. Ja, oh, das ist so. Man merkt, du hattest dich geholt, lieber Wolfgang. Also das ist fast Gottschalk-Qualität. Die Sonne genossen. Aber okay, Ladies first, ich fange mal, nehme das mal wörtlich. Es ist nicht das Aufregerthema, aber es hat mich doch zum Teil sehr nachdenklich gemacht und Kopfschütteln zurückgelassen. Die WM in Australien, Neuseeland, die ein Fest darstellt. Die Stadien sind voll, es wird gejubelt. Und wenn die Matildas, die australische Fußballerinnen, wenn die auf dem Platz stehen, dann ist dieses Land, dieser Kontinent Australien, die flippen ja richtig aus, die auch sonst überhaupt nicht so fußballaffin sind. Aber wenn ich dann sehe, unsere deutschen Damen, die haben sich redlich bemüht und sind kläglich gescheitert in der Vorrunde, wie wir ja alle wissen. Okay, wenn ich aber die Stellungnahmen da so sehe, dann geht es wie bei den Männern einfach nur um weiter so.
das lässt mich ratlos zurück. Und ja, ich bin nicht abgehauen, sagt Martina Voss-Tecklenburg, die wir ja auch schon mal im Gespräch hatten. Ich stelle mich diesem Problem, ja mein Gott, wie lange denn? Und vom DFB kommt da sehr, sehr wenig. Und wenn ich das so sehe, die Herren taugen nichts mehr, wenn ich so hart sagen darf. Die Damen, die ja eine riesen Euphorie auch bei uns im Land entfacht haben, sind auch kläglich gescheitert. Erklärung, naja, wenn es gegen uns geht, dann drehen die alle immer auf. Ich glaube, das ist ein bisschen Verkennung der Tatsachen. Warum drehen wir Deutschen denn da nicht auf richtig und zeigen, dass wir es auch wirklich können, wenn wir es denn können würden noch? Also, ich glaube, da in dem Lieblingssport der Deutschen Nummer 1, Fußball, egal ob bei den Männern oder bei den Frauen, da muss ein richtiger Wumms daher. So, ich habe ein tolles Interview im Fernsehen gesehen, hat Bella Reti, mit dem haben wir auch hier schon mal gesprochen, der inzwischen ja einen wohlverdienten Ruhestand ist, hat eine Sendung gemacht über 60 Jahre Bundesliga und da drin war unter anderem Jürgen Klopp, wurde von ihm interviewt und weiß nicht, diese Ausstrahlung, was der Klopp da hat und diese Power, die er da rein liegt. Großartig. Also ich, wenn ich DFB wäre, ich würde mich mal da versuchen, drum zu kümmern. Was mich auch noch aufregt, ist 2 Jahre Abzug Afghanistan. Es findet nicht mehr statt. Es gibt 1-2 Berichte jetzt darüber. Aber wir haben da einen Haken dran gemacht und das Elend nimmt dort seinen Lauf und das finde ich schon gravierend. Und die AfD-Aussage von Friedrich Merz, die er da getätigt hat, die dann in aller Munde im wahrsten Sinne des Wortes war. Ich hatte eben diesen nicht vorhanden im Sommer immer wieder mal Politiker getroffen, die Abgeordnete sind in Bürgerschaften, im Landtag oder auch im Bund. In Hintergrundgesprächen gefragt, sag mal, wie soll man es denn machen, wenn jetzt die AfD den Antrag stellt, in der Fraktion an dieser unfallträchtigen Kreuzung doch lieber einen Kreisel zu machen. Ja, dann stimmen wir alle dagegen, obwohl wir vielleicht das richtig finden. Oder wenn die Schwimmbadsanierung, die AfD die erste ist, die diesen Antrag stellt, ja, dann müssen wir dagegen sein. Das kann es natürlich nicht sein. Also darüber wird trefflich zu diskutieren sein, was wie das umgehen, weil es wird ja jetzt so drängend. Was machen wir denn, wenn in Thüringen der Höcke als Spitzenkandidat die Landtagswahl gewinnt? Wie soll das weitergehen? Also da ist nicht nur von der CDU Handlungsbedarf, sondern natürlich von allen anderen Parteien auch. Die schieben immer sogar Land dieses Thema zur CDU hin und ducken sich da meines Erachtens weg. Und das andere, jeden Tag machen alle Sender eine neue Umfrage zum Erfolg der AfD und es vergeht keinen Tag, in dem nicht irgendjemand ein neues Ergebnis vermeldet. Ich frage mich, was soll das denn? Was hat mir am meisten Sorgen bereitet? Dass wir uns an den Krieg in der Ukraine schon gewöhnen, dass wir ihn als fast selbstverständlich, jedenfalls nicht änderbar hinnehmen. Wolfgang, du wirst lachen. Es war der Punkt, ich mache mir ja immer so ein paar Gedanken vorweg, genau den hatte ich eigentlich als ersten Punkt bei mir kurz auf dem kleinen Zettel notiert. Genau das, diese Gewöhnung. Und dann hast du das mit den Ladies gesagt und so kam ich zum Fußball. Ja, schwieriges Thema, kann auch eine heitere Seite haben, denn der 21. Februar 2022 ist ja jetzt schon 1,5 Jahre her und ich fürchte, wir werden Zeuginnen und Zeugen eines zähen Abnutzungskampfes. Die Ukraine kann die russische Armee nicht so schnell aus dem Land vertreiben, wie das wünschenswert wäre. Die russische Armee kommt nicht so weit voran, wie sie sich das einmal vorgestellt hat. Mir persönlich wird im Moment etwas zu viel über Waffen, über Munition, über Nachschub gesprochen. Etwas weniger über mögliche politische Konsequenzen. Vielleicht ist jetzt nicht die Zeit für Verhandlungen, weil beide Seiten noch nicht dazu bereit sind, aber alleine auf schwere Waffen und mehr Munition zu setzen, wird meine Befürchtung den Krieg nicht beenden. Dann die zunehmend schwierige Lage unserer Wirtschaft. Wir haben immer wieder erfreuliche Meldungen, wie vor 2 Tagen, neue Chipfabrik wird gebaut, hoch subventioniert vom Steuerzahler mit insgesamt 10 Milliarden Euro. Das war ja jetzt der x-te Fall, wo der Steuerzahler eine Großinvestition der Industrie zugunsten von Chip-Hersteller
finanziert. Irgendwann wird das Geld nicht mehr reichen, immer neue Investitionen und Industrieansiedlungen zu subventionieren. Wir sind in der Europäischen Union, genauer gesagt im Euroraum, das Land mit dem schwächsten Wirtschaftswachstum. Wir haben einen enormen Abfluss von Kapital. Wir haben eine Investitionsschwäche. Der Wohnungsbau bleibt weit hinter den Erwartungen, hinter den Notwendigkeiten zurück. 400.000 Wohnungen pro Jahr sind mal versprochen worden. Die Zahlen von August sagen, wir werden noch nicht einmal die Hälfte schaffen und dann noch aus der letzten Woche der Putsch in Niger. Wir wissen noch gar nicht, welche Auswirkungen das haben kann im Herzen Afrikas. Wir können auch nicht sagen, das ist weit weg. Damit sind wir nicht befasst und auch nicht betroffen. Das kann durchaus auch wieder zu neuen Fluchtbewegungen führen. Und dann gehen diese natürlich nicht nur in sichere Nachbarstaaten, sondern auch Richtung Europa und dann schwerpunktmäßig in unser Land. Also auch wir sind von solchen Entwicklungen, auch wenn sie viele tausend Kilometer entfernt sind, ganz unmittelbar berührt. Vielen Dank an euch beide für dieses ganze Bündel an Themen. Man merkt, eure Leidenschaft für Debatten und für Politik legt sich auch in der Sommerpause nicht auf die Strandmatte, sowohl in der Innen- als auch in der Außenpolitik. Ein Thema habt ihr noch ausgespart, dazu kommen wir gleich noch. Die andere große Sorge der Deutschen, das ist das Ende von Wetten, dass, zumindest mit Thomas Gottschalk als Moderator. Wie es mit der Sendung weitergeht, das weiß man noch nicht so ganz. Mehr dazu gleich in den Top-Themen der Woche, doch vorher noch ein Hinweis in eigener Sache, denn wir wollen sie ein bisschen besser kennenlernen und haben dafür eine Umfrage vorbereitet, gemeinsam mit unserem Partner Podstars OMR. Da fragen wir eine ganze Menge von Ihnen ab, nicht nur wie alt Sie sind, sondern auch, wie Sie sich die Wochentester zukünftig vorstellen, welche Rubrik Sie besonders gerne hören, ob wir gerne etwas kürzer oder noch länger werden sollen. Und würden wir gerne von Ihnen wissen. Wie das geht, das erfahren Sie noch im Verlaufe dieser Folge und natürlich finden Sie auch alle Informationen in den Shownotes unseres Podcastes, auf unserer Facebook-Seite und auch auf unserer Internetseite. Wie war die Woche? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Vor einigen Tagen ist Bundeskanzler Olaf Scholz zurückgekehrt aus seinem Sommerurlaub. Die Probleme für ihn sind in den Ferien natürlich nicht kleiner, sondern eher größer geworden. Die deutsche Wirtschaft schmiert im internationalen Vergleich ab, die Unzufriedenheit mit der Ampelregierung wächst und die AfD hat die SPD überholt und ist in Umfragen nun bundesweit zweitstärkste Partei. Wolfgang, wenn es ein Machtwort oder echte Führung oder irgendwie, ich sag mal, eine Hauruckrede braucht, um Vertrauen zurückzugewinnen, dann doch jetzt. Wir sind ja wirklich an einem entscheidenden Punkt. Inflation, Deindustrialisierung, nur um Schlagworte, mal Krieg in der Ukraine. In Afrika brennt es, in der Sahelzone. Und ich höre nichts. Warum passiert da nichts? Also im Kommandoton kannst du eine Bundesregierung nicht führen. Manchmal wird sozusagen Führung auch vorgetäuscht. Wir erinnern uns, das ist ja nicht lange her, an das sogenannte Machtwort von Olaf Scholz, als die drei noch in Betrieb befindlichen Reaktoren noch einige Monate am Netz bleiben sollten. Angeblich hat er ein Machtwort gesprochen, aber jeder weiß doch, dass das abgesprochen war, vor allen Dingen mit den Grünen, die ja lieber früher ausgestiegen wären. Aber der Eindruck ist entstanden, jetzt hat er mal auf den Tisch gehauen, aber wenn man auf den Tisch haut, ist noch nicht mal der Tisch beeindruckt. Denn der Kanzler hat zwar die Richtlinienkompetenz, das stimmt, aber jeder Minister, jede Ministerin führt das Ressort eigenverantwortlich. Eine Sonderstellung im Kabinett hat nur der Finanzminister, alle anderen nicht. Und Olaf Scholz ist natürlich auf jeden Koalitionspartner angewiesen, also muss er sie alle pfleglich behandeln. Denn in Berlin ist man in einer Koalition verbunden. In den Ländern ist man politische Konkurrenz. In Hessen ist in Kürze Landtagswahlen, in Bayern ist in Landtagswahlen. Da tritt man nicht miteinander an, da tritt man gegeneinander an. Da in Deutschland immer irgendwo gewählt wird, ist das ein permanenter Spagat zwischen der Notwendigkeit zur Zusammenarbeit, auch zum Kompromiss, wenn man in einer Koalition verbunden ist. Gleichzeitig profiliert man sich auch vor Ort, da wo gerade gewählt wird, gegeneinander. Deswegen ist es ja schon bei zwei Beinen schwierig. Also Beispiel Große Koalition, früher waren es immer ein großer, ein kleiner Partner. Da reichte das noch, heute reicht das ja schon nicht mehr zahlenmäßig.
Und heute ist es zum ersten Mal auf Bundesebene eine Koalition aus drei Parteien. Das ist ein ganz wackeliges Gebilde. Deswegen ist Olaf Scholz in puncto Führung nicht zu beneiden. Denn eine Führung klappt ja nur, wenn die anderen auch geführt werden wollen. Aber dann komme ich natürlich auch zu deiner Partei, der größten Oppositionspartei, die wir ja im Bundestag haben. Und mir kommt es irgendwie so vor, als hätte die CDU noch gar nicht nach 16 Jahren Führerschaft und Inhaben des Kanzleramtes gar nicht kapiert, wie Opposition denn geht. Denn deine Partei streitet, und zwar nicht nur über die Regierungspolitik, sondern streitet intern und öffentlich zum Beispiel über die Kanzlerfähigkeit von Friedrich Merz. Was läuft denn da schief? Warum sind diese Kollegen und Kolleginnen da in Berlin denn so sehr mit sich selbst beschäftigt? Ja, offensichtlich fehlt es an der notwendigen Geschlossenheit. Offensichtlich haben wir etwas zu wenig Chorgeist in der Union, jedenfalls im CDU-Teil. Denn nehmen wir mal das ZDF-Sommerinterview von Friedrich Merz mit Theo Koll. Friedrich Merz ist ja in den Tagen danach für etwas kritisiert worden, was er gar nicht gesagt hat. Wenn das die politische Konkurrenz macht, kann man sagen, ja, das gehört mit zum Geschäft, da muss er durch. Aber wenn dann die eigenen Leute aufstehen, und zwar nicht die dritte Reihe, sondern die zweite Reihe, und wenn die sich dann öffentlich gegen den Partei- und Fraktionsvorsitzenden stellen, dann nehmen die Menschen draußen die Union oder die CDU nicht als geschlossen wahr. Das hängt auch mit politischen Meinungsunterschieden zusammen. Wo soll die Union zukünftig wieder positioniert werden? Zurück, ich nenne das jetzt mal etwas flapsig, zur Kohl-CDU mit drei Wurzeln, christlich-sozial, liberal und auch wertkonservativ, oder doch eine halblinke, hellgrüne CDU. Das steht sich so ein bisschen gegenüber. Ich hoffe, dass wir dann auch in dem neuen Grundsatzprogramm der CDU wieder etwas mehr Klarheit finden und dass man sich dann nicht nur in allgemeinen Plätzen erschöpft, sondern dass man auch eine klare Richtungsentscheidung trifft. Wofür steht die Union? Auch im Gegensatz zu den anderen politischen Parteien. Was sind unsere Alleinstellungsmerkmale? Aber eine Partei, die nicht geschlossen ist oder nicht als geschlossen wahrgenommen wird, kann nicht den notwendigen politischen Erfolg haben. Noch eine Nachfrage. Was in kluger Schachzug von Merz, Carsten Linnemann als Generalsekretär einzusetzen? Meiner Überzeugung nach, ja. Mario Chaya, den ich ja kenne und auch als Fachpolitiker sehr schätze, hat auch leider nicht so die öffentliche Wirkung entfaltet wie andere Generalsekretäre vor ihm. Und Carsten Linnemann gilt als Wirtschaftsfachmann. Man muss sich ja mal seine Ausbildung ansehen, also seine wissenschaftliche Ausbildung, seine berufliche Erfahrung. Er ist ja übrigens einige Jahre älter, als er aussieht. Er sieht ja wesentlich jünger aus, als er tatsächlich ist, worum wir zwar ihn beneiden. Also bei den Grünen würde er mit seiner beruflichen Erfahrung nichts. Aber ich glaube, gerade in den Zeiten, in einer schwierigen und auch schwieriger werdenden wirtschaftlichen Entwicklung unseres Landes, kann uns auch an dieser Stelle Wirtschaftskompetenz nur gut tun. Kommen wir jetzt zu einem etwas leichteren Thema, lieber Christian. Es geht um die ZDF-Show Wetten, dass mit Thomas Gottschalk, früher einmal das Lagerfeuer der Nation, Samstagabendunterhaltung für mindestens drei Generationen, den letzten Dino der deutschen Fernsehunterhaltung. Die Show wurde 2021 erfolgreich reanimiert, doch am 25. November diesen Jahres soll jetzt Schluss sein. Thomas Gottschalk will nicht mehr und begründet seinen Abschied offiziell mit den Worten: Die großen Zeiten der Samstagabendunterhaltung, über die am Montag überall gesprochen wird, sind vorbei. Zitat Ende. 14 Millionen Zuschauer für Wetten, dass vor zwei Jahren und mehr als 10 Millionen im vergangenen Jahr. Widerlegen das eigentlich, oder? Das weiß ich nicht. Also Wetten, das war ja, wie du es richtig gerade auch erzählt hast, das Flaggschiff der deutschen Abendunterhaltung. Man hat ja immer sogar gesagt, die größte oder erfolgreichste Show Europas. Ich war nie der Samstagabend-Fernsehgucker, das muss ich dazu auch sagen. Es stimmt ja schon, man hat darüber gesprochen und der Abschied von Gottschalk war ja damals nicht ganz freiwillig, sondern er hat ja nach diesem schrecklichen Unfall von Kochheißer, der Samuel. Einem
Samuel Koch, genau, einem Salto über ein Auto doch wirklich so schwere Verletzungen davongetragen hat innerhalb der Show, dass er da gelähmt ist bis heute. Das hat, glaube ich, Gottschalk ganz ehrlich so geschockt und deswegen hat er ja aufgehört. Es war ja nicht so, dass die Show dann zu Ende war, dann hat ja irgendwann Markus Lanz das mehr oder weniger erfolgreich weitergeführt. Und wenn man Wetten, dass einmal im Jahr laufen lässt, dann glaube ich, kommen auch 14 Millionen Zuschauer oder 10 Millionen Zuschauer da zusammen. Kommt man wieder in einen häufigeren Rhythmus, wird die Aussage von Gottschalk, dass Samstagabendshows vorbei sind, vermutlich zutreffend sein. Aber ich glaube, seine Motivation ist nicht, dass er sich Gedanken um die Samstagabendunterhaltung macht und sagt, das ist vorbei. Dann würde er ja auch nicht diesen ganzen RTL-Shows mitmachen, wo er mit Jauch und Schöneberger da gemeinsam irgendwelche Dinge erledigen muss, wo sie nicht wissen, was da passiert. Dann würde er das ja auch nicht machen, weil das ist ja auch Unterhaltung am Wochenende. Das glaube ich ihm nicht so ganz richtig. Ich denke, er zieht für sich einfach eine Bremse. Er will nicht aufhören, Fernsehen zu machen, aber so eine große Nummer. Es ist ja eben nicht so, dass man da am Nachmittag dann kommt und am Abend dann zwei Stunden später da rausgeht und das mal eben für 3 oder 4 Stunden, sondern da ist ja unglaublich viel Arbeit dahinter, das Team und so weiter. Ich denke, er hat seinen Zenit da erreicht und überschritten und das hat er erkannt und er hört auf, ob es jetzt nun generell gegen Samstagabend geht oder nicht. Heute sagt man ja, Let's Dance von RTL ist die erfolgreichste Wochenendshow, die ist ja freitagsabends irgendwie, weil sie noch zwischen 4 und 5 Millionen Menschen bindet. Ich kann nur den Hut davor ziehen, wenn er sagt, ich höre damit auf. Und er macht die letzte Show auch noch alleine, ohne seine Showpartnerin Michael Hunziger, was ich auch richtig verstehen kann, dass er das alleine durchziehen will, die letzte Show. Und das war's dann. Und ja, da kann ich ihm nur eine tolle letzte Show wünschen und sagen, ja, mach es gut, Thomas. Aber ich möchte nochmal zur großen Politik jetzt zurück. Showbusiness gehört ja auch bei uns immer mal dazu in unserem Podcast. Und das ist auch richtig so, weil es die Menschen bewegt, genau wie Fußball und so weiter. Aber auch die harte Realität. Mich hat diese Woche ja eine Schlagzeile aufhorchen lassen, lieber Wolfgang, die da lautet: Weniger Anträge für Wärmepumpen. Die Nachfrage ist in den ersten 7 Monaten dieses Jahres deutlich gesunken. Das ist noch zart formuliert. Sie ist eingebrochen, muss man sagen, und zwar um 60% im Vergleich zum Vorjahr. Wolfgang, hat das nach der Debatte um Habecks Heizungshammer, sage ich mal, so hat das, glaube ich, die Bild-Zeitung tituliert, in Anführungsstrichen, etwas an Reaktanz verloren. Reaktanz bedeutet ja die Motivation zur Wiederherstellung eingeengter oder elementarer Freiheitsräume. Das heißt, die Leute haben genug von Vorschriften, genug von du musst, du sollst und jetzt protestiert man dagegen und sagt, ich baue das Ding nicht ein. Ich vermute, dass das Heizungsgesetz, das sogenannte, damit sehr viel zu tun hat, weil viele abwarten werden, was kommt eigentlich in Zukunft an rechtlichen Regelungen, die verbindlich sind, jedenfalls für viele Jahre. Denn dazu gehört ja auch die Förderung. Es gibt ja auch heute noch Förderung für die Wärmepumpen. Aber wir werden ja mit einem neuen Förderregime beglückt. Das liegt im Moment auf Eis. Das Gesetz sollte ja ohnehin erst am 1. Januar 2024 in Kraft treten. Dann kam die erfolgreiche Klage in Karlsruhe gegen die Überraschung oder Übertölpelung des Parlaments mit etwa 100 Seiten Änderungsanträgen zum Heizungsgesetz, die innerhalb von wenigen Stunden beraten und beschlossen werden sollten. Dagegen hat sich Thomas Heilmann von der Unionsfraktion erfolgreich gewehrt, nicht wegen dem Inhalt des Gesetzes, sondern wegen der nicht ausreichenden Beteiligung der Parlamentarier im Gesetzgebungsverfahren, die also nicht genug Zeit hatten, das alles zu prüfen, zu bewerten, um eine solide Meinungsbildung erfolgen lassen zu können. Und jetzt müssen wir warten, was kommt. Ich halte es übrigens durchaus für möglich, dass das Gesetz in den nächsten Wochen noch einmal inhaltlich korrigiert wird. Deswegen wird es viele, die eine neue Heizung brauchen, geben, die sagen, warten wir erst mal ab, was kommt.
Daneben kann es natürlich noch andere geben, die sagen, ich hatte jetzt über Jahrzehnte Öl- oder Gasheizung, ich bin damit zufrieden, ich möchte auch weiterhin auf Öl- und Gasheizung setzen. Ich weiß nicht, ob es dazu Umfragen gibt, das ist für mich nur eine Vermutung. Aber dass es auch etwas mit dem sogenannten Heizungshammer zu tun hat, davon bin ich überzeugt. Im Übrigen, was zurzeit in Brüssel in der Pipeline ist, hat noch viel größere Wirkung als das, was wir unter dem Heizungsgesetz, also Gebäudeenergiegesetz, verstehen. Da geht es ja um die gesamte Energiebewertung eines Gebäudes und die Einstufung der Gebäude in verschiedene Kategorien. Das Ganze ist allerdings als Richtlinie geplant, das heißt, muss noch in nationales Recht umgesetzt werden. Ich vermute, viele wissen noch überhaupt nicht, was da aus Brüssel auf uns zukommt. Ausformuliert ist es ohnehin noch nicht, aber das wird kommen. Ich habe noch eine Nachfrage zu dem Thema, weil auch der Absatz von E-Autos deutlich rückläufig ist. Also spätestens seitdem da entsprechende Fördergelder gestrichen wurden. Genau, bei Hybrid zum Beispiel und auch bei anderen. Erleben wir da nicht einen Widerspruch zwischen einer öffentlichen Debatte, einer veröffentlichten Meinung und auch einer politischen Meinung zu dem Thema und dem tatsächlichen Verhalten der Menschen? Also sprich, man kauft sich das neue E-Auto erst, wenn es entsprechende Förderung gibt, und man rüstet die Heizung auch erst dann um, wenn es sich irgendwie finanziell lohnt? Eins ist doch klar, wenn du eine Förderung in Aussicht stellst, dann warten die Leute. Rechnet es sich für mich? Rechnet es sich für mich nicht? Rechnet es sich vielleicht erst in ein paar Jahren? Das ist ja auch eine legitime Überlegung. Und bei den E-Autos kommt natürlich noch dazu, dass wir zwar in der Europäischen Union bei der Anzahl der Ladestationen ziemlich weit vorne sind, aber dass wir immer noch für ein Land mit 84 Millionen Einwohnern und einer hohen Pkw-Dichte nicht so viele Ladestationen haben, wie wir eigentlich haben müssten, um das attraktiv zu machen im Verhältnis zu der Anzahl der Tankstellen und Tanksäulen, die wir in Deutschland haben. Das gilt jetzt, was ich sage, weniger für den Nahverkehr, für den Nahbereich, als für diejenigen, die große Strecken zurücklegen müssen. Mhm. Also ich selber fahre auch so 60.000, 70.000 Kilometer im Jahr. Ich weiß, wie oft ich tanken muss. Und dann bin ich auch wirklich dankbar, dass ich nicht irgendwo suchen muss, wo ich dann ein E-Auto aufladen könnte und dass das Tanken an der Tankstelle vielleicht maximal 5 bis 10 Minuten dauert. Also hat nicht nur was mit Finanzen zu tun, sondern natürlich auch mit der Praxiserfahrung, die man da sammelt. Ja, ich kenne das ja aus früheren Zeiten noch von Auf- und Abwertung von D-Mark. Das kannst du machen. Aber sobald du anfängst, darüber zu spekulieren, Aufwertung oder Abwertung oder EZB, senken sie den Leitzins oder senken sie ihn nicht, gibt es Spekulationsbewegungen, also machen oder nicht machen. Aber wenn man sehr lange darüber diskutiert, wird entweder spekuliert, Thema Währung, oder die Menschen halten sich zurück, weil sie sagen, dann warten wir erstmal die endgültige Regelung ab, dann gucken wir mal, was es an Förderung gibt und dann entscheiden wir. Ich habe das Gefühl zum Beispiel, dass viele ja innerdeutsch nicht mehr fliegen. Ich gehöre auch dazu, versuche es wirklich zu vermeiden, aus Überzeugung heraus und nicht mehr Flugende zu spielen. Okay, ich war jetzt in Düsseldorf, ich war in München, ich war in Leipzig, ich war in Berlin. Immer zu Terminen, immer mit der Bahn, mir steht's hier oben. Ich finde, ich war immer 2-3 Stunden zu spät. Es war unsäglich. Ich habe dann auch mal die Formulare ausgefüllt, weil ich dachte, irgendwann hört es damit auch auf. Es ist jetzt schon mehrere Wochen her. Ich habe bis heute keine Antwort von der Bahn bekommen. Das heißt also, fliegen, okay, das muss nicht sein, aus guten Gründen. Bahn fahren, ja, das sollte sein, aus guten Gründen, funktioniert aber nicht. E-Auto nach München, ja, kostet mich auch 2 Stunden mindestens längere Fahrzeit, weil diese, wie Wolfgang das ja richtig gesagt hat, die Infrastruktur zum Beispiel auch von Schnellladesäulen noch nicht da ist und ich muss dann da Schlange stehen. Also bleibt eigentlich Hybridauto, wo ich sage, ich kann innerstädtisch
elektrisch fahren, aber wenn ich von Hamburg nach München muss und die Bahn nicht zuverlässig ist und ich das Auto dann doch wähle, dann gehe ich an die Tankstelle, dann bin ich da safe mit. Und das heißt, da fehlt noch eine Menge an Struktur, nicht an Überzeugung, sondern an Struktur, damit es auch praktikabel für die Menschen im Land ist. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Genau, die Praktikabilität ist durchaus ein Thema, zumal man dann auch noch den hinteren Kofferraum immer mit mindestens zwei doch relativ opulenten Stromladekabeln voll hat, wenn man noch was anderes transportieren möchte. Wir also ich war vorige Woche in Berlin, ja. Bin natürlich politisch korrekt mit der Bahn gefahren. Hinfahrt war relativ pünktlich, eine Stunde Verspätung. Rückfahrt, Christian, jetzt anschnallen. Überhaupt keine Verspätung. Auf die Minute pünktlich. Man kann sich das auf nichts mehr verlassen. Das gibt selbst und nicht einmal auf Verspätungen. Ja. Das stimmt. Und eigentlich wolltest du noch das neue Buch von Professor Nida Rümelin in dieser schon eingeplanten zweistündigen Verspätung lesen. Ja, mit dem wir natürlich gleich sprechen werden. Aber nun bist du unvorbereitet. Das ist okay. So ist es. Denn wir kommen jetzt gleich dazu. Wenn Julia Nida Rümelin zu Gast bei uns ist bei den Wochentestern, dann sind wir damit mindestens auf Wetten das Reiseflughöhe, denn der Mann sorgt immer für hohe Reichweiten, starkes Interesse bei Ihnen und viel Gesprächsstoff. Und wenn es seine klugen Gedanken zur explosiven Stimmung im Land braucht, dann genau jetzt. Klartext, Klartext. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Ich glaube, die Bevölkerung ist jede Art der Bevormundung leid, sagte er kürzlich in einem Stern-Interview und sieht damit Sorge ein Meinungsklima im Land, das aggressiver und rücksichtsloser wird. Er ist Philosoph, war Kulturstaatsminister im Kabinett Gerhard Schröder, lehrte an der Ludwig-Maximilians-Universität München und ist heute stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrates. Und er schreibt Bestseller, die für Gesprächsstoff sorgen, unbestechlich und immer mit einem wertvollen Gedanken mehr. Eigentlich ist er die gelebte Antwort auf die Cancel-Culture-Stimmung im Land, denn er lässt sich seine Meinung ganz bestimmt nicht verbieten. Cancel-Culture heißt sein neues Buch, über das wir mit ihm heute sprechen möchten. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Julian Nida Rümelin. Ja, guten Morgen. Herr Professor Nida Rümelin, Bundeskanzler Olaf Scholz ist, wie wir ja jetzt auch gehört haben, seit einigen Tagen aus dem Urlaub zurück, sofort auf Tour und ist in ein Land gekommen, das in großer Aufruhr ist. Die deutsche Wirtschaft steckt tief in der Krise und die Proteststimmung hat die AfD bundesweit zur zweitstärksten Partei gemacht. So erzählen uns das alle Umfragen. Was erwarten Sie in so einer Situation von einem Bundeskanzler Olaf Scholz? Also ich glaube, seine Stärke ist zweifellos die sachliche Administration eines Amtes. Das hat er in verschiedenen Rollen gut gemacht. Als Sozialminister, als regierender Bürgermeister in Hamburg und in anderen Rollen. Was er bislang nicht praktiziert, und das muss sich in meinen Augen ändern, ist deutliche Kommunikation, die Orientierung bietet. Die Leute brauchen Orientierung. Und da diese Regierung aus drei Parteien zusammengesetzt ist, die ihr je eigenes Profil pflegen, nicht mehr so wie früher eine große Partei und eine, die das ein wenig korrigiert, also Rot-Grün oder Schwarz-Gelb, sondern drei Parteien mit einem sehr eigenständigen Profil, die darauf auch achten, entsteht der Eindruck einer, Kakophonie. Also es gibt dauernd Konflikte innerhalb der Regierung. Und so berechtigt die zum Teil sind, entsteht dadurch eine Unsicherheit in der Bevölkerung. Und wenn dann die Oppositionspartei nun auch nicht den überzeugendsten Eindruck macht und interne Machtkämpfe ausficht, wie ganz deutlich zu erkennen, dann stärkt das eben Populisten von rechts insbesondere, und das ist gegenwärtig der Fall. Wie viele Sorgen macht Ihnen persönlich die hohen Umfragewerte für die AfD? Und glauben Sie daran, dass wir den demoskopischen Zuwachs der letzten Monate werden wieder deutlich reduzieren können? Also ich beginne mal mit dem Positiven. Es ist ja der Blick in andere Länder, der oft Aufschluss gibt, auch über das eigene. Also wenn man in die USA schaut, nach Großbritannien, nach Frankreich, 42%, glaube ich, war das für Le Pen bei der letzten Präsidentschaftswahl. Italien, die Neofaschistin Meloni regiert dort. Das war zuvor eine Partei zwischen 7 und 9%, und sie regiert dort als Ministerpräsidentin mit der stärksten Fraktion im Parlament.
nach Polen schaut, Abriss im Grunde des Rechtsstaates, nach Ungarn, Verfolgung der Dissidenten, dann kann man durchaus erstmal sagen, die deutsche Demokratie ist vergleichsweise stabil. Ihre Institutionen sind nicht herausgefordert wie in den USA oder in Großbritannien oder in Polen oder in Ungarn. Wir haben auch eine Grundstimmung in der Bevölkerung, die nicht so hysterisch ist wie in Frankreich. Denken Sie an die Gelbwestenbewegung, die mit Vandalismus agiert hat, auch in Paris. Jetzt kommt das Aber. Aber die Tatsache, dass die demokratischen Parteien an Vertrauen verlieren, führt zu einer gefährlichen Verschiebung. Und ich glaube, diese Verschiebung hängt auch damit zusammen, dass viele Bürgerinnen und Bürger gar nicht wissen, was sie mit dieser AfD hätten, wenn diese wirklich noch weiter an Macht gewinnt. Das ist eine Partei, die in Teilen eindeutig rechtsradikal Neonazi-Sprüche reihenweise von sich gibt. Da gibt es auch andere, da gibt es enttäuschte Konservative, ich habe mal so gesagt, die Dregger- und Strauß-Wähler, die sich nicht mehr in der Merkel-CDU wiederfanden, die sind dort auch. Es gibt auch viele enttäuschte Sozialdemokraten, die sich von dem sozusagen kulturprogressiven Kurs ihrer Partei nicht angesprochen fühlen. Also es gibt eine ganze Reihe von Motiven. Nicht alle, die AfD-Sympathien haben, sind rechtsradikal. Aber ich glaube, es fehlt da auch an Aufklärung in der Bevölkerung, welche Partei es sich eigentlich handelt. Sie warnen vor einer gefährdeten Demokratie. Ihrer Meinung nach, wie ernst ist denn die Lage? Sind wir schon in einer Situation der Reaktanz zum Beispiel? Also Motivation zur Wiederherstellung von eingeengten Freiheitsräumen, dass die Leute sich so eingeengt fühlen? Also Cancel Culture ist jetzt nicht das Hauptproblem unserer Demokratie, aber es ist Teil der Gefährdung. Das schaukelt sich wechselseitig auch hoch. Also wurde das in den üblichen, sagen wir, öffentlichen Auseinandersetzungen immer dargestellt, ist eine linke Praxis, die dann die Liberalen und die Rechten kritisieren als Äußerungsverbot. Unterdessen ist völlig klar geworden, das hat mit links und rechts erstmal gar nicht viel zu tun. In meinem Buch versuche ich deutlich zu machen, dass das eine Praxis ist, die uralt ist, die man schon im römischen Imperium, da gab es noch keine Social Media, verfolgen kann. Also Diffamierungskampagnen, auch gegen den jeweils regierenden Kaiser im Übrigen oder dessen Gattin, ganz massiv, aber auch Verbannungen und so weiter. Die Römer haben gleich drei Formen von Cancel Culture etabliert. Damnatio ist eine von ihnen. Relegatio ist eine andere, Deportatio ist die dritte. So, das zieht sich so durch die Menschheitsgeschichte und dann kann man sagen, naja, dann regt euch doch nicht auf, das ist doch ganz normal, das hat es doch immer gegeben. Naja, aber die Demokratie ist nicht der Normalfall. Die Demokratie ist der Sonderfall und diese hat ganz bestimmte kulturelle Voraussetzungen, zum Beispiel die, dass wir uns wechselseitig zutrauen und zumuten, eigenständig zu denken, uns ein Urteil zu bilden und dies im öffentlichen Raum der Gründe abzuwägen. Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Wenn wir deswegen spreche ich vom Ende der Aufklärung, Fragezeichen, nicht Ausrufezeichen, Fragezeichen. Die Demokratie ist insofern wirklich Kind der Aufklärung, also dieser Vorstellung, dass wenn wir darüber reden, darüber diskutieren, wenn wir uns informieren, wenn wir die Wissenschaft einbeziehen, dass wir dann einen Fortschritt gemeinsam organisieren können. Und zwar die Bürgerinnen und Bürger als diejenigen, von denen alle Macht im demokratischen Staat ausgeht. Und wenn wir das peu à peu verlieren, indem wir Politik als Freund-Feind-Verhältnis inszenieren, gab es mal einen bedeutenden Rechtstheoretiker und Philosophen, nämlich Carl Schmitt, der behauptete, die Politik ist ein Freund-Feind-Verhältnis. Und manche Linke übrigens machen sich das zu eigen, Chantal Mouffe ganz explizit sogar, auch die RAF war großer Anhänger von Carl Schmitt, dann geht die Demokratie vor die Hunde. Freund-Feind-Verhältnisse passen nicht in die Demokratie, das muss man sich klar machen. Und die USA zeigt, wie schnell das kippen kann. Das ist mir nicht erst jetzt aufgefallen als Beobachter von außen, sondern als junger Gastprofessor in den 90er Jahren in den USA, dass dort irgendwas am Rutschen ist, nämlich in Richtung geistiger Bürgerkrieg. Und das hat jetzt lange gedauert, aber jetzt schwappt das rüber nach Europa, infiziert auch unsere Demokratien. Cancel Culture ist Teil davon. Cancel Culture, Ende der Aufklärung,
Fragezeichen ist der Titel Ihres aktuellen Buches. In welchen Bereichen sehen Sie Gefahr, nicht mehr frei seine Meinung äußern zu können? Können Sie das etwas konkretisieren anhand eines Beispiels? Naja, es gibt, Sie wollen jetzt speziell das für Deutschland Beispiele. In Deutschland sehe ich das Risiko, dass sich eine Entwicklung hier ergibt, die ähnlich ist wie die in den USA. Deswegen blicken wir nochmal kurz auf die USA. Dort werden jedes Jahr zig Professorinnen und Professoren von ihren Colleges oder Universitäten gekündigt, weil sie eine Meinung haben, die manchen Studierenden, manchen Aktivisten nicht passen. Bei uns kann man sagen, kann nicht passieren. Die meisten sind verbeamtet und dieses altmodische Instrument der Verbeamtung schützt uns vor dieser Form von Cancel-Praxis. Aber das ist ja besorgniserregend. Großbritannien, Kathleen Stock, eine linke Feministin, wenn man so will, sieht sich außerstande, noch weiter als Professorin tätig zu sein, eine doch beachtliche Philosophin, weil sie diesem Dauerdruck, diesen Dauerangriffen nicht mehr gewachsen ist. Auftrittsverbote in dem Sinne, dass also irgendwelche Aktivistinnen sagen, so kann das nicht sein, und prompt sagt die jeweilige Fakultätsleitung oder Unileitung entsprechende Auftritte ab. Ein deutscher Professor für afrikanische Geschichte, der nun mal weiß ist und nicht aus Afrika ist, hat Schwierigkeiten, Vorträge zu halten, weil behauptet wird, jemand, der nicht aus Afrika kommt, darf nicht über afrikanische Geschichte forschen und lehren und Vorträge halten. Eine Biologin, junge, sich selbst als feministisch und links definierende Frau, Vollbrecht, kann nicht auftreten, weil es Tumulte gibt, weil sie behauptet, es gibt zwei biologische Geschlechter und die sind auch für die menschliche Kultur und Alltagspraxis nicht wegzudenken. Da geht es jetzt nicht darum, ist das inhaltlich richtig oder falsch? Kann man das kritisieren oder nicht? Natürlich kann man das kritisieren. Ja. Man muss kein Feminist sein und man kann das ganz anders sehen. Und man kann auch die These vertreten, Gender verdrängt das biologische Geschlecht in der menschlichen Kultur. Kann man alles sagen. Aber man muss auch die Bedingungen aufrechterhalten, bei denen eben dieses alles gesagt werden kann. Und wir nicht versuchen, bestimmte Meinungen zu unterdrücken, Personen, die diese Meinungen haben, mundtot zu machen oder gar sie beruflich zu vernichten. Das findet ja auch schon statt. Sie bringen jetzt da drei Faktoren. Erster Faktor, jemand hat eine Meinung zu irgendwas und äußert die von mir aus auch vehement. Und dann gibt es eine zweite Position, der oder diejenige wird hart kritisiert, und zwar im Sinne auch des Canceln, wie Sie das ja auch schreiben, in diesen drei Stufen. Zuerst wird die Meinung heruntergemacht, dann wird die Person heruntergemacht und dann als dritte und härteste Stufe gibt es einen Angriff auf diese Person. Das war der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, es gibt ja dann immer auch noch die Handelnden, sprich eine Universitätsleitung zum Beispiel, die dann sagt, oh, die Frau Professor, die diese Position jetzt hat, die müssen wir entfernen, weil wir Angst vor dieser anderen Meinung haben. Aber wir alle haben ja nun gerade in der Philosophie gelernt, dass rationales Handeln, also in der Definition, wenn du irgendwas möchtest, dann handelst du so, dass das, was du möchtest, ja dann kommt, einfach nicht deckungsgleich ist mit dem kommunikativen Handeln. Aber eine Leitung einer Universität müsste doch eigentlich vom rationalen Handeln her bestimmt werden. Wie kann das denn sein, dass man diesem Druck des Cancelns dann so nachgibt? Ja, also da haben Sie völlig recht. Also Cancel Culture ist erstmal eine kulturelle Praxis, wie der Name schon sagt, Culture. Eine kulturelle Praxis. Wenn dann manche sagen, ja, die gibt es doch gar nicht, wer Unsinn sagt, muss eben mit Widerspruch rechnen, der banalisiert und bagatellisiert die Problematik. Also vielleicht mal so ein simples Beispiel, was ich da manchmal bringe. Wenn Sie an einem Tisch zusammensitzen und Sie diskutieren mit 8 oder 10 oder 12 Leuten über bestimmte politische Fragen und jedes Mal, wenn einer eine Meinung äußert, wird er niedergebrüllt, ja, dann ist das einem Diskurs, einem Gedankenaustausch, der Wahrheitsfindung nicht dienlich. Und Sie werden sagen, nein, jetzt hört mal auf, der darf auch seine Meinung äußern und dann reden wir drüber, was spricht dafür und was spricht dagegen. Also diese Bagatellisierung zu sagen, ach, das ist doch klar, wer Unsinn redet, muss mit Sanktionen rechnen, das mache ich so nicht mit. Es geht schon um die Bereitschaft, sich einzulassen auf Meinungen, die einem selber nicht gefallen,
gibt das berühmte Voltaire-Zitat, ja, ich missbillige, was du sagst, aber ich würde mein Leben geben dafür, dass du es sagen kannst, sinngemäß. Ja, habe es jetzt nicht mehr wörtlich im Kopf. Ja, das ist Teil der Kultur der Aufklärung. Voltaire ist ein großer Aufklärer in Frankreich gewesen. Ja, und steht ja auch da drin, Entschuldigung, wir können ja uns irren. Natürlich können wir, genau, das ist ein wesentlicher Punkt auch. Also die Philosophie hat dazu noch einen Begriff, das ist Fallibilismus. Das heißt, wir sollten davon ausgehen, dass wir auch bei wohlbegründeten Theorien in der Wissenschaft, Hypothesen, die erstmal ganz plausibel erscheinen, am Ende uns irren können. Ja, das ist auch geradezu Essenz der wissenschaftlichen Praxis, dass man erstmal davon ausgeht, wir versuchen Argumente zu entwickeln. Das spricht dann mal dafür, mal dagegen. Dann haben wir starke Evidenzen für etwas. Aber wir müssen immer berücksichtigen, wir können uns auch irren. Und das gilt auch für den politischen Diskurs. Dinge, die ganz selbstverständlich erschienen, haben sich immer wieder als falsch herausgestellt. Das allein mahnt schon zur Toleranz. Also erstmal ist es Cancel Culture eine kulturelle Praxis. Und dann schwappt das oft über, immer diese Verwechslung, die ich auch in den Medien oft erlebe, also zwischen Zensur und Cancel Culture. Cancel Culture ist erstmal eine kulturelle Praxis. Deplatforming nennen das manche Aktivisten. Die sagen, wir wollen bestimmte Positionen auf einer Plattform nicht haben. Also unternehmen wir alles, damit diese Position dort runterkommt und die Person vielleicht nicht mehr zu Wort kommt und so weiter. Aber dann schwappt das über oft in institutionelles Handeln, also Hochschulleitungen, das sind Institutionen, im Übrigen staatliche Institutionen. Es gibt auch private Universitäten, Hochschulen, aber die meisten sind staatlich. Und wenn dann da so eine Art Opportunismus der Amtsträger hinzukommt, die sagen, um Gottes Willen, es könnte Proteste geben, deswegen sagen wir diese Veranstaltung ab, ja, dann geht endgültig die Kultur der Aufklärung zugrunde, die nämlich gerade an den Universitäten übrigens sehr früh, also Bologna, das ist eine Universitätsgründung, wann war das, 13. Jahrhundert, also schon sehr, sehr lange her. Und dort war auch schon diese Idee, die Universität ist frei von fürstlichen, unmittelbaren polizeilichen Eingriffsmöglichkeiten. Deswegen hatten die Dekane selber Polizeirecht in ihrer Fakultät, damit die Professoren das freie Wort, der Professor ist auch, hängt auch mit, bekenne, ich trete hervor und nehme eine Meinung ein, möglich ist. Damals, mitten im Hoch, also noch im Mittelalter, war das möglich, diese freie Meinungsäußerung? Und ausgerechnet an dieser Institution des freien Geistes, also den Universitäten, siehe USA besonders krass, aber auch bei uns schon in Andeutungen, kommt jetzt der freie Geist in Schwierigkeiten. Das ist durchaus besorgniserregend. Wen machen Sie verantwortlich oder wer könnte verantwortlich sein für das, was Sie unter der Überschrift Cancel Culture beklagen? Die Politik, die Medien, Aktivisten? Also ich glaube nicht, dass es da einzelne Akteure oder gar Personen oder Institutionen gibt, die da verantwortlich gemacht werden können. Das sind erstmal kulturelle Entwicklungen, denen man sich entgegenstellen kann. Das versuche ich ja mit diesem Buch, ja, und zwar in einer Form, die eben nicht ideologisiert ist und nicht aus Schützengräben hinaus versucht, politische Vorteile zu gewinnen, sondern mal sachlich auf dieses Phänomen schaut und versucht, die Problematik deutlich zu machen. Also es ist, kulturelle Fehlentwicklungen können nur durch eben kulturelle, wenn Sie so wollen, Gegenbewegungen in Schach gehalten werden. Und diese Gegenbewegung sehe ich eben in einem vom Humanismus und Geisteraufklärung geprägten Haltung, dass die Menschen wieder dazu kommen zu sagen, ich missbillige dieses oder jenes, aber ich setze mich dafür ein, dass wir darüber diskutieren. Das hat alles Grenzen. Also ich habe da ein ganzes kleines Kapitel in diesem Buch, das können wir jetzt nicht ausdiskutieren, aber ich habe da, bin ja jetzt in Italien, da passt das, auf den Arco Costituzionale zurückgegriffen, der in Italien nach dem Zweiten Weltkrieg sich etabliert hat, aus den ehemaligen Resistenza-Gruppen, die ein weites Spektrum umfassten, also sehr konservative Kräfte, die später in der Democrazia Cristiana organisiert waren, soziale Kräfte innerhalb der Christdemokratie, liberale, dann aber eben auch sozialistische, auch eurokommunistische Positionen, aber eben nicht mehr Neofaschisten und nicht mehr Maoisten, also was außerhalb dieses Spektrums war. Also von Eurokommunismus bis sehr konservativen Positionen ging diese Arco-Konstitutionale. Und das kann man sehr gut rechtfertigen, dass man sagt, wer Neonazi ist, der entfernt sich so weit von allen
Grundlagen unserer Verfassungsordnung, dass mit ihm ein sachliches Gespräch schwierig ist. Das heißt nicht, dass man die Leute nicht auch zum Beispiel in Programme anbietet, um aus diesen Milieus des Neonazismus wieder rauszukommen, dass man Angebote in den Kommunen entwickelt, das ist ja auch zum großen Teil vorhanden. Aber als ernstzunehmender Gesprächspartner auf einem Podium ist ein Neonazi oder ein Maoist nicht zu gebrauchen. Also es gibt Grenzen dieser Toleranz innerhalb der Demokratie, aber diese Grenzen müssen in meinen Augen sehr weit gesteckt werden und dürfen nicht ganze Bevölkerungsteile ausschließen. Da müssen wir natürlich dann gleich reingehen, Herr Professor, und zwar in die tägliche Praxis, ob es da einen Widerspruch zu der Verantwortungsethik gibt. In den vergangenen Wochen gab es ja immer wieder Aufregungen um Aussagen von Friedrich Merz, der vor kleinen Paschas mal gewarnt hat im ZDF oder auch dann nochmal im Sommerinterview gesagt hat, dass in den Kommunalparlamenten nach Wegen gesucht werden müsse, wie man gemeinsam die Stadt, das Land und den Landkreis gestaltet. Das war ein Zitat von Merz. Wenn auch in Thüringen jetzt ja ein Landrat da ist und der sagt, wir renovieren die Schule und der Landrat kommt von der AfD, dann müssten natürlich nach dieser ersten Doktrin, über die wir auch gerade gesprochen haben, alle anderen Parteien sagen, nein, das sind ja wirklich Nazis, das sind nationalistische Gedanken, mit denen der das dann, auch wenn es eine sinnvolle Aktion wäre, wie die Schule zu renovieren oder das Freibad wieder für alle in Gang zu bringen, da stimmen wir dagegen. Liegt denn der Merz so falsch, wenn er sagt, wir müssen, wenn die Mehrheit der Bevölkerung in einem Landkreis, in einer Stadt, in einem Dorf den Bürgermeister von der AfD gestellt hat, wir müssen mit diesen da auf dieser kommunalen Ebene zusammenarbeiten? Oder ist da die Grenze des verantwortlichen Handelns dann erreicht? Wie kann man diesen Widerspruch von der Theorie und dieser Praxis dann klären? Also erstmal sollte man festhalten, dass Friedrich Merz nun nicht bedroht ist durch Cancel Culture. Also seine Position ist zu stark, er ist Partei- und Fraktionsvorsitzender, also er kann nicht mundtot gemacht werden. Das Zweite ist, dass ich den Eindruck habe, dass die Aufregungen um bestimmte Äußerungen von Friedrich Merz auch damit zusammenhängen, dass ganz offenkundig innerhalb der CDU sich ein Machtkampf schon andeutet, wahrscheinlich im Hinblick auf die zukünftige Kanzlerkandidatur. Aber mal das vorneweg gesagt, zum Inhaltlichen, nehmen wir dieses Beispiel mit der Kooperation in der Kommune. Ich war ja selber mal berufsmäßiger Stadtrat, ich weiß, von was ich rede. Ja. Und mir schien immer schon, dass in den Kommunen es eine Art Überpolitisierung gibt, die übrigens mit der Rechtslage nur schwer in Einklang zu bringen ist. Also zum Beispiel Koalitionsverträge geschlossen werden, das gehört in ein Landesparlament oder ein Bundesparlament, das ist eine ganz andere Situation, weil dort Gesetze gemacht werden und mit der Wahl des Ministerpräsidenten oder des oder der Kanzlerin man eine Mehrheit etabliert in dem jeweiligen Parlament, die dann nach bestimmten Zielen, die sie im Koalitionsvertrag festhalten, die übrigens von den Parteien geschlossen werden, Sie wissen das natürlich, aber ich sage es jetzt mal für die Hörerinnen und Hörer und nicht von den Fraktionen, diese Koalitionsverträge, die dann abarbeiten. Das passt nicht in die Kommune, wo es um Umgehungsstraßen und Krippeneinrichtungen und Ähnliches geht. Dort gehen die Meinungen quer durch die Fraktionen. Es wird diskutiert pro und contra nach regionalen Interessen. Das ist ein Verwaltungsorgan. Das ist die oberste Verwaltungseinheit der Kommune. Das ist etwas anderes als ein Parlament, das Gesetze beschließt. Also insofern ist völlig klar, dass man zum Beispiel nicht so vorgehen kann, immer dann, wenn AfD-Mitglieder irgendein Projekt befürworten, alle anderen zwangsläufig dagegen sein müssen, weil ihnen ansonsten Zusammenarbeit vorgeworfen wird. Wenn das alles war, was Friedrich Merz sagen wollte in diesem Interview, was ich mir auch angeschaut habe, dann gibt es daran nichts zu skandalisieren. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Wenn es andere Intentionen waren, die ihn zu dieser Äußerung gebracht haben, nämlich, dass man peu à peu dieses Kooperationsverbot von unten nach oben aufweichen möchte, wie das ja in vielen anderen europäischen Ländern der Fall ist, zum Beispiel in Italien. Meloni könnte nicht regieren, wenn nicht die Berlusconi-Partei, eine konservativ-liberal-konservative Partei, aber nicht rechtsradikal, ihr die Stimmen gegeben hätte. Und Ähnliches gilt in Schweden und in Finnland und so weiter.
Das heißt also, wenn es darum geht, einen solchen Pfad zu beschreiten, und es gibt ja auch einen Streit im Europäischen Parlament und in den Fraktionen dort, ob die Konservativen sich stärker öffnen sollten zur Zusammenarbeit mit den rechten Gruppierungen oder nicht, ja, dann ist die Skandalisierung verständlich. Dann sozusagen obsta principiis, wehret den Anfängen, nein, um Gottes Willen, wir können nicht von der Kommune langsam beginnend diese Brandmauer einreißen. Dann verstehe ich diese Aufregung. Ich stecke nicht in Friedrich Merz drin, ob es solche Intentionen gab oder nicht. Das können Sie vielleicht besser beurteilen. Aber davon hängt es ab. Und die kleinen Paschas, da kann ich auch gerne was dazu sagen, weil ich das auch öffentlich schon getan habe. Die Aufregung darüber ist nur dann gerechtfertigt, wenn unterstellt wird, Friedrich Merz habe gemeint, dass alle Jungs, welchen Alters auch immer, in bestimmten Migrantenmilieus, die also vor allem aus muslimischen Regionen kommen, sich wie kleine Paschas verhalten. Das hat er aber nicht gesagt, sondern er hat gesagt, dass wir das nicht zulassen sollten und dass es in bestimmten Milieus genau das gibt, nämlich den unbedingten Gehorsam der Mädchen gegenüber den Jungen, also den Brüdern, eine autoritäre, patriarchale Familienstruktur, die die Gleichberechtigung der Frauen nicht akzeptieren kann. Die Mädchen, die sich freizügig kleiden, als Schlampen beschimpfen. Ja, das sind einfach Tatsachen. Also ich habe Kinder in den Schulen, ja, das sind Tatsachen. Das findet de facto statt. Und das kann man auch ansprechen, ohne dass man hier einen Shitstorm gewärtigen sollte. Hat der Erfolg der AfD möglicherweise seine Wurzeln auch in einer Debattenkultur, in der jede Aussage oder in jedem Handel etwas Verwerfliches oder gar Rassistisches gesucht wird? Oder anders gefragt, teilen Sie meine Einschätzung, dass es heutzutage weniger darauf ankommt, was tatsächlich gesagt worden ist, sondern was man aus dem Gesagten machen kann? Also sagen wir mal, diese Praxis der Unterstellungen, die ist ja in der politischen Öffentlichkeit natürlich immer schon vorhanden gewesen. Das gab es auch in den besten Zeiten der Nachkriegsdemokratie in Deutschland. Man höre sich mal so Reden von Franz Josef Strauß oder auch von Herbert Wehner an, um mal so zwei besonders krasse Rhetoriker zu nehmen. Da wird schon auch massiv mit Diffamierungen gearbeitet. Was wir jetzt erleben, ist eine Art Kulturkampf, und zwar nicht nur von links, sondern auch von rechts. Also wenn zum Beispiel De Santis, der Governor von Florida und strebt nach der Präsidentschaftskandidatur der Republikaner, liegt allerdings weit hinter Trump zurück, aber wenn er Trump durch seine juristischen Probleme in Schwierigkeiten gerät, dann ist er wahrscheinlich der Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Wenn De Santis zum Beispiel Florida zur Vogue-freien Zone erklärt, nun bin ich kein Anhänger der Vogue-Bewegung, aber ein ganzes Land zur Vogue-freien Zone zu erklären, heißt massiv Cancel Culture zu praktizieren. Das geht ja nicht nur über staatliche Maßnahmen, dass also an den Schulen Bücher verschwinden und Auftritte untersagt werden und so weiter, sondern da geht es auch darum, dass eben die Anhänger dieser rechtsrepublikanischen Bewegung, wenn man das mal so nennen will, überall darauf achten, dass nichts passiert, was ihnen nicht in den Kram passt. Das ist Cancel Culture von rechts, massive Cancel Culture von rechts. Ich habe es mal so formuliert zum Entsetzen mancher, aber ich wiederhole es nochmal gerne. Das, was die Linken beginnen, können die Rechten meistens besser. Machen es härter, rücksichtsloser. Ja? Das heißt, wer dann so sagt, ach ja, das sind ja gute Ziele, die ihr da verfolgt, und es geht ja um Antirassismus und Antikolonialismus und es geht um die Bekämpfung des Klimawandels und da müssen wir halt mal zu drastischen Maßnahmen greifen, der muss wissen, andere können auch zu drastischen Maßnahmen greifen und meistens tun sie das brutaler als das Original. Und genau diese Dynamik erleben wir gegenwärtig. Herr Niederrümmel, es geht ja auch immer um Interessen. Ja? Das heißt also, man muss natürlich genau schauen, wer hat welche Interessen und wie werden die definiert. Wenn bei den etablierten Parteien nun jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird, sei es von außen oder auch von intern, und ständig nach Fehlern gesucht wird, warum sehen dann, wenn man jetzt die Umfragen wieder da nimmt und den Realzustand im Sommer 23 in Deutschland, warum sehen dann rund 20% der befragten Deutschen ausgerechnet in der AfD eine Alternative zu den anderen Parteien?
Darf ich nochmal, Sie werden jetzt sagen, das sollte ich nicht, weil ich gerade in Italien bin, aber ich wenn wir jetzt doch nochmal den Blick nach Italien, weil man kann davon viel lernen, weil Italien war oft Vorreiter. Der Faschismus war erst in Italien, dann der Nationalsozialismus in Deutschland und so weiter. Es gibt viele Beispiele. Und da ist ein sehr lehrreiches Beispiel, was in der politischen Debatte Deutschlands noch nicht angekommen ist. Es gab eine Regierung Draghi, Mario Draghi, vormaliger eben europäischer EZB-Präsident. EZB, ja. Ein exzellenter Finanzpolitiker, hochgeschätzt und so weiter. Und der bildete eine Art, naja, Not-Expertenregierung. Bei der Regierung machten fast alle mit. Fast. Eine Partei nicht. Fratelli d'Italia, von Meloni geleitet. Lega war dabei, also auch eine sehr rechte Partei, rechtspopulistische Partei. Berlusconi sowieso, auch Partito Democratico, das ist also sozialdemokratische Partei und so weiter. Wer war nicht dabei? Diese Kleinpartei von 7-9%, Fratelli d'Italia, neofaschistisch, von Meloni. Wer regiert jetzt? Meloni. Wer stellt die stärkste Fraktion? Fratelli d'Italia. Was man daraus lernen muss, ja, ich rede an Wände, das weiß ich schon, aber ich versuche es trotzdem nochmal. Was man daraus lernen muss, ist, dass das große Bündnis aller Demokraten gegen rechts nicht funktioniert. Wir brauchen die Debatte innerhalb des demokratischen Spektrums. Wenn das als Einheitsbrei wahrgenommen wird, der sich zusammenschließt, um die Rechten sozusagen fernzuhalten, dann stärkt das genau diese. Das ist die Lehre jetzt aus diesem italienischen Beispiel. Es gibt weitere historische Beispiele. Das heißt, ich plädiere dafür, weniger über die AfD zu reden, mehr über die großen Herausforderungen der Politik. Da haben wir einiges zu tun. Die internen Quisquilien und Machtkämpfe und so weiter ein wenig in den Hintergrund zu stellen und auf Sachfragen zu konzentrieren und das auch hart in der öffentlichen Auseinandersetzung auszudiskutieren mit Konflikten. Das ist sehr viel besser, als wenn der Eindruck entsteht, es gibt nur noch eine Alternative in Deutschland. Ja, das ist nicht bequem, was ich jetzt sage. Ich habe auch schon Gespräche gehabt mit amtierenden Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern, die das gar nicht gerne hören. Aber ich halte das für erforderlich. Heißt das im Umkehrschluss oder in der Fortsetzung der Argumentation, dass ein großstädtischer, eher linksgrüner Mainstream für die Stimmung im Land verantwortlich sein könnte? Das ist ja auch ein bisschen so das Prinzip, wenn einer gegen alle, dann geht schon die Sympathie ein Stück Richtung einer oder David gegen Goliath oder ganz aktuelles Beispiel, wenn die Antifa Frankfurt, was ja auch strafrechtlich relevant ist, Privatdaten von AfD-Kandidaten veröffentlicht, dass man dann sagt, AfD ist nicht mein Fall, aber so geht's ja auch nicht. Also ich würde es ein bisschen anders charakterisieren, die Situation. Wir haben ein merkwürdiges Auseinanderdriften der jedenfalls traditionell meinungsprägenden Institutionen, ich meine jetzt öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Fernsehen wie Radio, die großen Printmedien, Spiegel, Zeit, Süddeutsche, auch FAZ zunehmend. Wir haben dort eine starke Dominanz einer Position, die man meistens als linksliberal charakterisiert, was gar nicht so ganz passt, aber das ist jetzt ein eigenes Thema. Und wir haben auf der anderen Seite eine Rechtsverschiebung des Meinungsspektrums in der Gesamtbevölkerung. Das ist durch Umfragen belegt. Und das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt für so gut wie alle, fast alle europäischen Länder, vielleicht gegenwärtig mit Ausnahme Großbritanniens. Und dieses Auseinanderdriften ist nicht ohne Risiko, weil diejenigen, die dann sich nicht wiederfinden in ihren Positionen, zum Beispiel wenn sie kritisch sind gegenüber Corona-Maßnahmen und wenn sie fernsehen, ältere Leute sehen ja noch fern und dann sozusagen die geballte Ladung einer sehr einseitigen Sichtweise da präsentiert bekommen, dann entsteht Unmut. Wenn über sprachliche Auseinandersetzungen diskutiert wird, ich bin sehr für eine sensible Sprache. Ich bin sehr dafür, Rücksicht zu nehmen auf Gruppen, die eine ganz schreckliche, traumatische Vergangenheit haben. Das sind in Deutschland natürlich vor allem die Juden, aber das sind viele andere, die da auch dazu gehören, Sinti und Roma. Es gibt Unterdrückungsgeschichten von Minderheiten in Deutschland, auch im Zuge der Einwanderung. Also sensibel umzugehen, ist das eine, auch sprachlich sensibel umzugehen.
wenn dann sehr akademische Diskurse geführt werden, ob jetzt Stern oder großes I oder Doppelpunkt oder Unterstrich das Richtige ist und was das jeweils damit transportiert. Und dass diejenigen, die das so nicht machen und vielleicht noch das generische Maskulinum verwenden, ja eigentlich Überreste aus dem Patriarchat sind und die Frauen unterdrücken, ja, dann geht man an diesen Stimmungslagen vorbei. Dann haben viele das Gefühl, hoppla, bin ich überhaupt noch gemeint? Bin ich dabei? Ich verstehe überhaupt nicht, um was es hier geht. Oder wenn meine Kinder Sombreros tragen oder ich weiß nicht was, oder als Indianer verkleidet in den Fasching gehen, dann gibt es auf einmal Debatten. Das ist, glaube ich, nicht wirklich hilfreich. Es ist eine Art Übersprunghandlung, statt sich um die großen politischen Probleme zu kümmern, zum Beispiel auch das Auseinanderklaffen von Einkommen, die zunehmenden Schwierigkeiten für viele ganz normal Berufstätige in den Großstädten überhaupt zurande zu kommen mit gestiegenen Mieten und Inflation und stattdessen diese Debatte zu führen, dann führt das zu einer kulturellen Praxis, bei der Menschen sich nicht mehr zugehörig fühlen. Und dann ist damit wieder die Gefahr größer, dass sie sich dann zu radikalen Alternativen hingezogen fühlen. Radikale Alternative ist da mein Stichwort. Merkwürdigerweise zeigen ja alle mit den Fingern auf die Union und sagen, ihr müsst euch gegen die AfD positionieren. Das unterstreicht ja so ein bisschen das, was Sie auch gesagt haben. Das führt mich zu dieser Frage, wenn Sie jetzt der Union was raten müssten, wäre das mehr Merz und Söder oder mehr Wüst und Günther? Nein, also da will ich mich raushalten. Ich bin ja nicht mehr in der Politik. Das ist sind parteipolitische Fragen. Aber Sie verstehen den Hintergrund der Frage. Ich verstehe den Hintergrund, natürlich, klar. Sagen wir so, ist, dass in der Zeit der 16 Jahre Merkel-Regierung sich der traditionelle Konservatismus, der ja ein wesentlicher Flügel neben dem Sozialen und dem Liberalen in der Union war, sich immer weniger heimisch gefühlt hat. Und das gilt für Funktionäre, aber vor allem eben auch für einen Teil der Wählerschaft. Das liegt auf der Hand. Ja, das ist völlig klar. Genauso wie sich traditionelle gewerkschaftsorientierte Linke nach den Agenda-Reformen Schröders in der SPD nicht mehr heimisch gefühlt haben. Und prompt kam es eben dann zur Gründung der Linkspartei. Ja. Und so haben wir es dort auch. Ein Teil, aber nicht wahrscheinlich nicht einmal die Mehrheit, ein Teil der Anhänger der AfD geschöpft sozusagen aus diesem Gefühl, nicht mehr wirklich angesprochen zu werden über lange Jahre durch die Union. Und wenn ich das so richtig interpretiere von außen, war es das Ziel von Merz und seiner Anhängerschaft, das wieder zu verändern, eine Art neue Balance herzustellen und das Konservative wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken und damit, ich sag's mal ganz platt, die früheren Strauß- und Drägerwähler, die vielleicht zum Teil abgedriftet sind in die Nichtwählerschaft oder eben im schlimmsten Fall zur AfD-Wählerschaft gegangen sind, die wieder zurückzugewinnen. Das kann natürlich nur funktionieren, wenn diese Partei sich über eine solche Strategie einig ist. Wenn sie das nicht ist und jeder Versuch in diese Richtung der Integration, das Liberale, Soziale und das Konservative zu integrieren, parteiintern wieder zu großen Schlachten führt, ja, dann ist das natürlich schwierig, dann kann die Strategie nicht aufgehen. Aber ich halte mich da sehr zurück. Ich will nicht der Union Empfehlungen geben. Dann versuchen wir es mal anders zu formulieren. Da kommen wir mal um die Hintertür zu Ihnen ins Herz hinein. Würde es Sie heute reizen, noch einmal in der Politik Verantwortung zu übernehmen? Nein, also ich habe das für mich abgeschlossen. Ich habe auch einen biografischen Fehler gemacht, wenn man so will. Ich habe es eigentlich abgeschlossen 2002, 2003, also bei der Entscheidung nicht mehr. Ich hätte ja noch 4 Jahre weitermachen können als Kulturstaatsminister. Das war das Angebot von Gerhard Schröder. Und ich habe damals nach gründlichem Überlegen, auch Rücksprachen mit meiner Frau vor allem, gesagt, nein, ich bin doch vom Beruf Wissenschaftler. Ich will nicht, das wäre die Entscheidung für die Berufspolitik gewesen. 9 Jahre wäre das dann gewesen in der Berufspolitik. Dann nochmal zurückzukehren in die Wissenschaft, das war jedenfalls meine damalige Einschätzung, wäre schwierig geworden. Ich bin vom Beruf eben doch in erster Linie Wissenschaftler und habe das auch immer so gesehen. Ich setze mein Engagement, ehrenamtliches Engagement im politischen Bereich fort, mal in einem Amt, in München zunächst, als Kulturreferent, Dezernent nennt man das im Norden, oder eben dann als Kulturstaatsminister. Aber das ist es dann auch nach 5 Jahren. Und damit war das abgeschlossen. Also ich wollte kein politisches Amt mehr, aber
Ich bin ein, wie manche Freunde sagen, Political Animal. Ich kann, das Politische fasziniert mich, hat mich immer beschäftigt und ich äußere mich öffentlich. Ja. Ich habe dann diese Äußerung gemacht, die schätzen wir ja. die schätzen wir ja sehr und deswegen sprechen wir auch so gerne mit Ihnen, weil Sie ja wirklich was zu sagen haben und kluge Köpfe sollten ja natürlich auch den handelnden Personen von außen auch von mir aus auch wissenschaftliche Ratschläge geben oder wie auch immer man das definiert. Und genau so einen hätte ich jetzt ja gerne mal von Ihnen. Die Umfragen sind ja nicht nur die AfD und die Klimapolitik, was die Deutschen beschäftigt, sondern den Erhalt der Wirtschaftskraft ist, glaube ich, genauso wichtig oder sogar an Punkt 1 im Moment in dem gefühlten Leben der Deutschen, gleich auf mit dem Klimawandel. Ihre Einschätzung als Wissenschaftler oder als Politikbeobachter und auch mal als Berater, setzt die Ampel die falschen Prioritäten? Nimmt man zum Beispiel dieses Gefühl, dass die Deutschen ja gleich auf mit dem Klimaproblem haben, den Erhalt der Wirtschaftskraft, gibt man dem zu wenig Raum? Also ich bin vermutlich einer der letzten Mohikaner, übrigens zusammen mit Olaf Scholz, die der Meinung sind, die Agenda-Reformen waren ganz wichtig. Die Agenda-Reformen haben dieses Land vom kranken Mann Europas zur Wirtschaftslokomotive über Jahre gemacht. Auch Angela Merkel war fair genug zu wissen und sogar gelegentlich zu sagen, dass sie die Ernte eingefahren hat, die in der Regierung Schröder gelegt wurden. Die Agenda-Reformen wurden 2003 im Wesentlichen konzipiert. 2005 wurden die Arbeitsmarktgesetze wirksam. Und man braucht nur einen Blick in die Statistik werfen. Ab da sinkt die Arbeitslosigkeit, sie halbiert sich, Langzeitarbeitslosigkeit halbiert sich. Die Lohnstückkosten sinken massiv. Zur gleichen Zeit wird der Trend zu immer mehr Ungleichheit, der seit Anfang der 1990er Jahre in Deutschland 15 Jahre ganz massiv wirkte, gestoppt. Das heißt, der Trend zu mehr Ungleichheit, man schaue auf den Gini-Koeffizienten, ich empfehle immer den Blick in Statistiken, wurde gestoppt 2005. Da ist vieles auch schiefgelaufen und hätte man das mit einem Mindestlohn damals verbinden müssen. Das ist meines Wissens an den Gewerkschaften in erster Linie gescheitert. Aber das war die entscheidende Weichenstellung, um die Wirtschaftskraft und die sozialen Systeme in Deutschland Wirtschaftskraft zu stärken und die sozialen Systeme zu stabilisieren. Und jetzt haben wir eine lange Vorgeschichte. Man muss sagen, in den Regierungen Merkel, auch in der Regierung Schwarz-Gelb, wurde keinerlei Reformanstrengung mehr unternommen. Keine ernsthafte Reformanstrengung in eine ähnliche Richtung. Das wurde nicht konsequent fortgesetzt, sondern eigentlich wurde von den Früchten dieser Agenda-Reformen, die ja einige Konflikte in Deutschland nach sich gezogen hatten, wurde gezehrt, aufgezehrt und immer wieder ein bisschen was davon weggenommen und immer weiter abgeschwächt. Man schaue auf die Entwicklung der Lohnstückkosten in den letzten Jahren. Und jetzt kommt noch etwas hinzu, etwas, was nicht vermeidbar ist, nämlich dass wir den Klimawandel konsequent bekämpfen müssen. Und das führt zwangsläufig jetzt auch schon mal ohne Ukraine-Krieg zu einer Erhöhung der Energiekosten. Das kann überhaupt nicht anders sein. Und diese massive Erhöhung der Energiekosten zusammen mit der Inflation, zusammen damit, dass wir Reformen verschlafen haben über lange Zeit, da würde ich vor allem Merkel verantwortlich machen, gar nicht die neue Regierung, weil die ist erst relativ kurz im Amt. Das führt jetzt zu einem schleichenden Abstieg Deutschlands im internationalen Vergleich und die Unternehmen reagieren zum Teil, dass sie Investitionen zurückhalten oder im Ausland investieren oder gar ihr ganzes Unternehmen ins Ausland verlagern. Das ist keine gute Entwicklung und dagegen muss man angehen, aber die Antwort kann natürlich nicht sein, jetzt blasen wir mal die Energiewende und die Klimawandelbekämpfung, das blasen wir wieder ab. Also Deutschland steckt jetzt in der Tat in einer sehr schwierigen Phase und das ist dann auch eine Aufgabe, die vor allem auf das Kanzleramt zukommt, da für die nahe Zukunft, das muss jetzt schon in den nächsten Monaten klar werden, eine Strategie vorzulegen, die überzeugend ist und die einen weiteren Abstieg im internationalen Vergleich verhindert. Daran anschließend muss ich natürlich die Frage, wird das Gefühl oder das tatsächliche Erleben von Wohlstandsverlust bis weit hinein in die Mittelschicht politisch unterschätzt? Also wir haben in der Tat einen Wohlstandsverlust, der im Augenblick damit zusammenhängt, dass die Inflation die Lohnsteigerung aufgezehrt hat.
Auch die lange Zeit jetzt der Corona-Maßnahmen hat viele berufliche Existenzen vernichtet. Wir sind als Deutschland relativ gut durch die Krise gekommen, besser als manche andere Staaten. Aber auch hier sind viele Restaurantbesitzer pleite gegangen und so weiter. Also wir haben da trotz massiver staatlicher Unterstützung einige Probleme gehabt, die nicht behoben sind. Wir haben eine Veränderung auf den Arbeitsmärkten. Manche sind nicht mehr zurückgekehrt in ihre alten Berufe. Hinzu kommt ein kultureller Wechsel, der mit den Generationen zusammenhängt, dass also zum Beispiel Präsenzarbeit nicht mehr sehr beliebt ist, dass Flexibilität im Mittelpunkt steht, dass auch eine gewisse Festlegungsangst offenbar bei der jetzt auf die Arbeitsmärkte drängenden Jüngeren der Fall ist, was die Unternehmen vor große Herausforderungen stellt. Wir haben einen Riesenfehler gemacht, den ich übrigens mit Verlaub in Buchlänge kritisiert habe, unter dem Titel der Akademisierungswahn. Merkel vorneweg, 2006 vor allem, als sie sagte, wir brauchen also jetzt massive Bildungsanstrengungen, wir steuern auf einen Fachkräftemangel zu, deswegen brauchen wir viel mehr Akademikerinnen und Akademiker. Das war damals eine Fehleinschätzung und jetzt auch. Was wir in erster Linie brauchen, sind nicht akademische Fachkräfte. Wir brauchen Informatikerinnen, wir brauchen Mediziner, das ist schon alles richtig. Aber der Hauptbedarf sind nicht akademische, hochqualifizierte Fachkräfte, duales System. Das hätten wir beinahe vor die Hunde gehen lassen. Ich habe damals dagegen angeredet, mit mäßigem Erfolg. Die ganze Bildungsexpertise in Deutschland war anderer Auffassung, war auf dem OECD-Trip so ungefähr. Wir orientieren uns an den USA und an anderen angelsächsischen Ländern, Großbritannien, Australien. Und wir brauchen keine berufliche Bildung mehr, höchstens noch für die, die es andere nicht schaffen. Die anderen sollen alle sollen möglichst Abitur machen und studieren. War ein großer Fehler. Und jetzt haben wir zwei große historische Trends. Das ist nämlich die Schrumpfung der Jahrgänge, demografische Schrumpfung, das eine. Und dann eine massive Verlagerung von beruflicher Bildung in die akademische Bildung. Und diese beiden Prozesse zusammengenommen führen zu einem wirklich eklatanten Mangel an Nachwuchs auf dem Arbeitsmarkt. Und da ist Deutschland mehr betroffen als fast jedes andere europäische Land. Meine letzte Frage, weil Sie auch noch mal auf ein Vorgängerbuch hingewiesen haben, was Sie auch geschrieben haben, noch mal zur Cancel Culture. Wenn wir so heftig über Gender-Sternchen diskutieren oder ob noch Sombreros bei der Bundesgartenausstellung in Mannheim getragen werden dürfen oder Kinder noch Cowboy und Indianer spielen dürfen, verliert das Land oder auch die Meinungsträger, die Meinungsbildner im Land den Blick für Prioritäten? Ich glaube in der Tat, das sind Debatten, die kann man ja führen, aber die sind politisch weitgehend irrelevant. Und im Übrigen auch meistens weit jenseits der Einstellungen der eigentlich Betroffenen. Also es gab zum Beispiel eine Solidaritätserklärung aus dem Kreis der Native Americans, also der Nationen, die ursprünglich eben den nordamerikanischen Kontinent besiedelten, gegen diesen Versuch, Karl-May-Festspiele und Karl-May insgesamt also unter Beschlag zu nehmen und zu canceln, wenn man so will. Ausgerechnet Karl-May gehörte zu denen, die zwar mit viel Fantasie und jenseits der Realitäten, aber mit großem Respekt gegenüber den Native Americans geschrieben hat. Diese Debatten so in den Mittelpunkt zu stellen, das passt halt zu bestimmten Milieus, in denen meinetwegen solche Debatten geführt werden können, kann ja jeder machen, aber das ist politisch weitgehend irrelevant und führt nur dazu, dass Leute sich nicht zugehörig fühlen und den Eindruck haben, die sind alle verrückt geworden, es geht doch um ganz andere Themen. Also ich würde da auch sehr für Abrüstung empfehlen, rhetorische Abrüstung in diesem Bereich. Eine praktische Frage zum Schluss, mag sie etwas heiter anhören, ist aber ernst gemeint. Ein Plädoyer für eigenständiges Denken ist der Untertitel Ihres Buches. Wo haben Sie das gelernt oder wie lernt man das? Das beschäftigt mich seit vielen Jahren und ich habe eigentlich keine Antwort, weil das Merkwürdige ist, politische Urteilskraft ist ja Voraussetzung für die Demokratie. Das ist ja die verrückte Annahme, wenn man so will, der Demokratie, dass die Menschen in der Lage sind, sich ein eigenes politisches Urteil zu bilden und entsprechend zu wählen und sich entsprechend politisch zu engagieren. Ohne das hängt die Demokratie in der Luft. Dann könnten wir es gleich Experten übertragen. Ja? Was ist aber politische Urteilskraft?
Und das Merkwürdige ist, es gibt genügend Belege dafür, dass hohe Intelligenz zum Beispiel nicht ausreicht, vielleicht nicht einmal notwendig ist für politische Urteilskraft. Heidegger verirrt sich sofort in die nationalsozialistische Ideologie, einer der intelligentesten Philosophen, den Deutschland je hervorgebracht hat. Hans Magnus Enzensberger äußert in den frühen 70er Jahren Sympathie für die Stadtguerilla-Ideen. Ralf Füchs und viele andere, die heute sich für Amerika und den Krieg, die Unterstützung also der Ukraine massiv einsetzen, sind Anhänger von Mao in ihren jüngeren Erwachsenenjahren gewesen, der Schlechter von 20 Millionen mindestens in der Kulturrevolution gewesen ist. Die Leute taumeln gewissermaßen, selbst bei hoher Intelligenz, oft durch die politischen Stimmungslagen und lassen sich jeweils so beeinflussen, wie es gerade mal en vogue ist. Auch Bildung ist überhaupt keine gute hinreichende Voraussetzung für politische Urteilskraft. Die erste Organisation, die sich ganz massiv für den Nationalsozialismus eingesetzt hat, waren die Studenten. Das war der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund, gegründet 1926. Und eine der ersten Organisationen, die Machtergreifung Hitlers begrüßte, war wiederum der Akademische Bund. Ich weiß nicht, wie der genau hieß. Akademikerbund damals. Das heißt, selbst hohe Bildung ist offenbar nicht hinreichend. Und dann fragt man sich, was ist eigentlich politische Urteilskraft? Und ich habe keine wirklich durchdachte und abgeschlossene Antwort, obwohl mich das seit langem beschäftigt. Aber ich glaube, Zivilcourage ist wesentlich. Dass Menschen sich trauen, eine Meinung zu äußern, auch dann, wenn andere ihr widersprechen. Dass man versucht, das Pro und Contra abzuwägen, auch wenn es bequemer wäre, das nicht zu tun und einfach mal das zu glauben, was einem selber bequem erscheint. Das ist also eher eine Tugend als eine sozusagen kognitive Leistung. Eine Tugend, eine Einstellung der Abwägung, des Zuhörenkönnens, des Prüfens, auch sich selbstkritisch Prüfens. Und den Mut zu haben, das auch zu äußern. Das, glaube ich, ist wesentliche Voraussetzung für politische Urteilskraft. Und natürlich informiert zu sein. Und da müssen die Bildungseinrichtungen und auch die Politik einen wichtigen Beitrag leisten. Deswegen, also politische Bildung in den Schulen ist in keinem guten Zustand. Und auch dafür setze ich mich sehr ein, dass sich das ändert. Wir bedanken uns für dieses Gespräch bei Julian Nieder-Rümelin. Wie immer der Beweis, dass weder bei Ihnen noch bei uns gecancelt wird. Zur weiteren Vertiefung des Themas empfehlen wir sein Buch Cancel Culture, Ende der Aufklärung. Schleichwerbung machen wir hier nicht, aber Reklame, erschienen im Piper Verlag. Vielen Dank, Herr Nieder-Rümelin. Danke Ihnen. Danke Ihnen für das Gespräch. Rauf und runter. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche oder in den zurückliegenden Wochen gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, was gab es für dich oder jetzt in der Sommerzeit, bei dem du gesagt hast, da geht mein Daumen hoch oder da geht mein Daumen runter? Ja, ganz aktuell ein Beispiel, wie man es klugerweise nicht machen sollte, auch wenn es strafrechtlich relevant ist. Die Antifa Frankfurt hat jetzt im Vorfeld der Landtagswahl in Hessen private Daten der AfD-Kandidatinnen und Kandidaten ins Netz gestellt unter der Überschrift »Macht denen mal die Hölle heiß«. Nicht wörtlich, aber sinngemäß. Ganz abgesehen davon, ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Überraschung, 126a Strafgesetzbuch, das ist tatsächlich strafbar, das nennt man Doxing, aber das ist jetzt nicht mein Thema, damit sollen sich die Strafverfolgungsbehörden beschäftigen. Aber wenn die Antifa glaubt, so die AfD bekämpfen zu können, dann liegt sie nicht nur schief, dann ist das geradezu kontraproduktiv. Abgesehen von der strafrechtlichen Bedeutung gibt es jetzt viele, sehr, sehr viele, die mit der AfD überhaupt nichts am Hut haben, die aber sagen, nein, so geht es jetzt nicht. Und das bringt der AfD wieder Aufmerksamkeit und bei dem einen oder anderen vielleicht sogar Sympathie. Ich weiß, dass ich das nicht beweisen kann, aber das ist meine These. Der AfD kann überhaupt nichts Besseres passieren, als wenn Tag für Tag über sie gesprochen und über sie geschrieben wird. Die muss im Grunde überhaupt nichts tun. Gar nichts. Es wird jeden Tag über die Partei gesprochen. Mal mit, mal eigentlich ohne Grund.
Das bringt der AfD eher Zuwachs, auch bei sehr, sehr kritischen Kommentaren. Dem Klimakleber kann ja auch nichts Besseres passieren, als wenn jeden Tag Fotografen und Reporter dahin eilen, wo sie sich gerade festgeklebt haben. Wenn da die Journalistinnen und Journalisten nicht mehr kommen, dann wird es auch mit der Kleberei schnell ein Ende finden, weil sie auf öffentliche Aufmerksamkeit angewiesen sind. Natürlich geht es jetzt überhaupt nicht darum, AfD und Kleberkolonnen in irgendeiner Weise zu vergleichen. Die haben nun überhaupt nichts miteinander zu tun. Es geht nur um das Prinzip der Aufmerksamkeit. Natürlich wissen auch die Klimakleber, dass der weit überwiegende Teil der Bevölkerung nicht auf ihrer Seite steht und das alles sehr, sehr kritisch sieht. Aber es wird jeden Tag berichtet und dadurch bekommt auch die Truppe Zulauf, weil es gibt ja doch immer mehr, die sagen, ich schließe mich dieser Bewegung an, auch wenn das an dem Maß der Bevölkerung relativ wenige sind. Aber kommen wir mal zu dem Erfreulichen. Es gibt ja nicht nur Unerfreuliches, weil du betroffen bist, Christian, jetzt nicht als Akteur, aber als Anhänger. Ich habe da den Auftakt gesehen, zweite Liga, HSV gegen Schalke 04, 5:3 für den Hamburger Sportverein. Ein super tolles Fußballspiel, eine Werbung für den Fußball. Überhaupt scheint mir die zweite Liga so attraktiv zu sein mit Hamburg, mit Schalke, mit Hertha BSC, wie in den letzten Jahrzehnten nicht. Also nicht nur erste Liga, auch zweite Liga mal reingucken. Dann zuletzt in Gimsheim in Rheinland-Pfalz bin ich gefragt worden, wann geht's denn wieder weiter mit den Wochentestern? Und das bin ich regelmäßig gefragt worden in den letzten Wochen. Deswegen auch an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für die Treue zum Format. Und mal ganz persönlich, ich weiß nicht, Christian, ob dir das was sagt, der Herr Stoppelmarkt in Vechta, der jetzt in diesen Stunden eröffnet. Das ist eines der größten Volksfeste in Norddeutschland. Über 800.000 Besucherinnen und Besucher werden in der Stadt Vechta erwartet. Vechta hat nur gut 30.000 Einwohner. Also das ist das Ereignis. Und jedes Jahr gibt die Stadt einen großen Empfang. Da sind 1.000 Menschen im Festzelt und hochkarätige Festredner. Jetzt kommt zum ersten Mal kein Hochkaräter. Jetzt komme ich am Montag. Ich habe schon gedacht, gehen die Promis aus, dass sie jetzt noch auf Rentner zurückgreifen müssen. Also ich habe mich sehr gefreut über die Einladung, freue mich auf diese Veranstaltung und es wird keine, Achtung Karlauer, bierernste Rede, sondern ein bisschen heiter soll es auch sein. Und das kommt mir entgegen. Also ich habe mich gefreut über das Vertrauen, das man dann in den Festredner Bosbach setzt. Da wird dieser Stoppelmarkt eröffnet von Lilo Wanders, von dieser Travestiekünstlerin. Ich habe mal gedacht, wir brauchen jetzt ein knochentrockenes Gegenstück und das kann der Herr Bosbach machen. Christian, worüber hast du dich denn gefreut oder geärgert? Dass wir bald planen, im Herbst mal eine Live-Veranstaltung zu machen mit unserem Wochentester-Talk und dass wir beide da auf einer Bühne zusammen mal sind und mal gucken, was da und wie das da so passiert. Das darf ich hier schon mal an dieser Stelle verraten und das finde ich eine ganz großartige Sache. Du hast gerade schon über die Klimakleber gesprochen und da fiel mir bei einer Aktion wirklich die Kinnlade runter. Ich teile vollkommen deine Einschätzung, dass die Sache natürlich unglaublich groß gemacht wird. Nicht, dass man gegen Klimawandel protestiert, sondern diese Aktion, die diese jungen oder nicht nur jungen Menschen da vorziehen. Überall sind immer Journalisten, Fotografen, Fernsehteams dabei. Und ein Fernsehteam von RTL hat eine junge Klimakleberin mal einen Tag lang da begleitet oder zwei Tage lang interviewt. Und die wurde 3-4 Mal an dem Tag von der Polizei dann des Platzes verwiesen und losgelöst von der Straße. Und dann zum Abschluss lief die junge Reporterin neben der jungen Klimaaktivistin, die fragte die Reporterin, wie geht's denn jetzt weiter? Und dann sagt die Klimaaktivistin, ich muss jetzt zuerst mal in Urlaub. Dann sagte die, wie, Sie müssen jetzt in Urlaub? Ja, was glauben Sie denn, wie anstrengend diese Form des Protestes ist? Wir von der Klimakleberaktion da, wir müssen uns jetzt alle erstmal erholen. Und deswegen wird in den nächsten 3 Wochen eigentlich kaum eine Aktion noch stattfinden. Die Reporterin war genauso sprachlos wie ich. Die sagte noch, und die anderen Menschen, die da am Flughafen blockiert werden, auf den Autobahnen blockiert werden, die haben nicht Anspruch
Anspruch auf Urlaub und Erholung. Ich lasse das jetzt so mal stehen, sagte die Reporterin. Und genau so lasse ich das auch stehen. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Schon Wahnsinn. Dann muss ich auch noch mal sagen, wir sind immer in Deutschland mit der Moralkeule überall und ständig unterwegs und all das, was unserer Überzeugung nach nicht richtig ist auf der Welt, das wird erst einmal niedergemacht. Und dann sehe ich jetzt diese Bilder aus Afghanistan. Es gab von Katrin Eigendorf eine wunderbare Reportage diese Woche im ZDF. Diese Frau, die traut sich da was, die ist wieder nach Afghanistan gefahren, die hat sich dort das zeigen lassen, wo diese reine Männergesellschaft voller Stolz sagt, es gibt keine Musik mehr, es gibt keine Schulen mehr und so weiter. Und das lassen wir alles geschehen. Ich weiß nicht, wie wir es ändern könnten, aber wir kümmern uns auch nicht um die ehemaligen Unterstützer, die Afghanen und Afghaninnen, die die Deutschen dort unterstützt haben. Das ist wirklich traurig zu sehen, wie ein so tolles Land wie Afghanistan so in die Steinzeit zurückfällt und wir schließen da einfach nur einen Kreis drum. Das betrübt mein Herz wirklich sehr. Wir haben heute über Cancel Culture und über den Aufstieg der AfD und so weiter gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich da Zusammenhänge ziehen darf. Die Kommunikation, die wir heute in Politik und Verwaltung mit der Bevölkerung haben, die ist mehr als dürftig. Ein Beispiel in Hamburg, Stadtteil Bahrenfeld. Der ganze Stadtteil ist immer sehr offen, immer sehr hilfreich und unterstützt. Das sind die größten Flüchtlingskontingente in dem großen Bezirk Altona untergebracht. Und die Leute machen mit freiwilligen Arbeit viel. Und dann gibt es einen Sportplatz, der soll jetzt eigentlich umgebaut werden. Ein Sportplatz wird umgebaut, der wird wegrationalisiert. Da kommt eine Traglufthalle hinkommen, damit dort vorübergehend Geflüchtete da unterkommen. Und dann wird mal kurz mitgeteilt, jetzt in den Sommerferien, wo kein Mensch da ist, dass nicht eine Traglufthalle gebaut wird, sondern 6 Wohnblocks, 5-stöckige Wohnblocks auf diesem Sportplatz. Und man hat es den Anwohnern nur mitgeteilt. Man wollte eigentlich sprechen. Man wollte eigentlich die Bereitschaft der Menschen, die dort in Bahrenfeld unglaublich groß ist, nutzen. Und so erzeugt man nur Antistimmung und Protest. Eine heimliche Veranstaltung in den Sommerferien, das treibt Leute zu extremen Haltungen und da brechen Unterstützungen weg. Da haben wir so viel Nachholbedarf, was die Zusammenarbeit der Behörden, der verantwortlichen Behörden mit der örtlichen Bevölkerung angeht. Das macht mir größte Sorgen, weil auch das hat Auswirkungen auf die politische Identität der Menschen. Was wird? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wolfgang, du hast es heute schon mal kurz angesprochen. Es ist die große Zeit der Abschiede im Showbusiness. Nicht nur Thomas Gottschalk hat ja seinen Abschied von Wetten, das verkündet, sondern Elton John hat gerade seine letzte Welttournee beendet. Ich habe ihn 2-3 Mal im Laufe seiner Karriere live sehen dürfen. Das war immer ein wunderbarer Abend, muss ich sagen. Keine große Action, keine große Dinge. Ein großartiger, genialer Musiker, der die Leute in seinen Bann gezogen hat. Jürgen Dreef, sein Bett im Kornfeld, hat sich bereits Anfang des Jahres von der Bühne verabschiedet. Thomas Gottschalk, wie gesagt, macht bei Wetten das Schluss. Und jetzt macht noch Frank Zander, der ja weniger in den letzten Jahren über aktuelle Hits von sich sprechen gemacht hat, aber immer über seine sozialen Aktivitäten, sein Engagement, vor allen Dingen sehr, sehr bekannt für sein Obdachlosenessen in Berlin, wo er tatkräftig immer dabei ist und initiiert hat und mit viel Geld unterstützt. Die gehen alle freiwillig jetzt, jedenfalls wenn man das von außen so betrachtet. Wolfgang, wir beide haben grauen Haaren und zählen ja schon zu den alten weißen Männern, wie wir häufig zu hören bekommen. Ist es nicht Zeit, auch irgendwann abzutreten? Geht man selbstständig von der Bühne oder muss man von der Bühne getragen werden? Zu welcher Fraktion gehörst du? Ich bin die Fraktion, alles hat seine Zeit. Gehen, wenn es am schönsten ist, bevor andere sagen, jetzt wird es aber Zeit, dass er aufhört. Wir wissen nur nicht, wem wir es ihm erklären sollen. Wer sagt es ihm? Ich hatte auch nie den Vorsatz, mit den Füßen voraus aus dem Plenarsaal getragen zu werden. Politik war immer ein wichtiger Teil meines Lebens.
bleibt die Politik auch, aber nie mein ganzes Leben. Und die Entscheidung muss jeder für sich selber treffen. Ich bin eher der Meinung, wirklich, wie schon gesagt, alles hat seine Zeit. Man darf sich auch selber, Christian, nicht so für unverzichtbar halten. Friedhöfe sind voll von unersetzbaren Leuten. Es geht immer weiter. Am Sonntag ist Weltlinkshändertag. Christian, bist du Linkshänder? Kennst du einen Linkshänder? Und wie schwer würde dir das Leben fallen, wenn du alles mit links machen müsstest oder würdest? Ja, aber was es alles gibt, also Weltlinkshändertag, das wusste ich überhaupt nicht, dass es sowas gibt. Du, ich bin ja noch, wie du auch, in einer Zeit geboren, da war das Linkshändersein nicht geduldet. Ich bin, so hat man mir erzählt, ich habe nur noch schwache Erinnerungen daran, als Linkshänder auf die Welt gekommen. Das heißt, mit Kind, im Kindesalter, sprich bis zur Grundschule, bis zur Volksschule hieß das ja damals, habe ich vieles oder fast alles mit links gemacht. Das wurde mir aber in der Volksschule verboten. Und das heißt, da musste ich das alles umlernen und mit rechts schreiben und mit rechts als Führhand benutzen. Und ich weiß nicht, ob es mir schwer gefallen ist, ich habe aber noch so Erinnerungen daran, dass ich da halt Linkshänder war. Ich mache heute alles mit rechts, aber ich benutze, glaube ich, meine linke Hand auch sehr intensiv und gleichberechtigt mit der rechten Hand. Noch die zweite Teil deiner Frage. Ja, ich kenne viele Menschen, die Linkshänder sind und die haben zum Beispiel gerade, wenn du in der Küche bist, das ist ja gar nicht den Menschen so bewusst, die Messer, die man da benutzt, die sind alle für Rechtshänder geschliffen. Das heißt, da ist der Schliff auf der einen Seite so, weil ein Messer hat ja nicht eine gleichseitige Kante, sondern ist ja immer ein Tick so geschnitten, wie die Mehrheit das Messer hält. Und das sind die Rechtshänder. Und ein Linkshänder muss gucken, dass er auch das ein oder andere Messer bekommt, das für ihn oder für sie richtig geeignet ist. Es gibt auch Linkshändermesser, nur das als kleine Anekdote. Am Dienstag vor 5 Jahren hat das Bundeskabinett beschlossen, dass im Geburtenregister neben männlich und weiblich der Eintrag einer dritten Geschlechtsoption möglich ist, nämlich divers. Wolfgang, kennst du diverse Menschen und was hältst du von der Debatte über die Selbstbestimmung des Geschlechtes? Übrigens nur noch mal eine Randbemerkung, die ich vorhin auch bei Rauf und Runter hätte sagen können. In Hamburg war letztes Wochenende Christopher Street Day mit, ich weiß nicht, fast 250.000 Menschen beteiligen und der erste Bürgermeister, die zweite Bürgermeisterin, alle waren dabei. Die CDU wurde offiziell ausgeladen mit der Begründung, weil sie die Anti-Gender-Initiative, die in Hamburg ja gestartet ist, unterstützt und weil sie im Bundestag gesagt hat, so kann dieses Gesetz, über das wir gerade gesprochen haben, nicht einfach durchgehen. Deswegen hat man die mal gerade eben ausgeladen als Teilnehmende an dem Christopher Street Day. Das spricht ja irgendwie Bände. Aber nochmal zur Frage, kennst du diverse Menschen? Also politisch korrekt muss ich jetzt sagen, nicht, dass ich wüsste. Also ich habe mich nie gefragt, musst du jetzt andere Menschen fragen, ob sie divers sind? Warum auch? Das gilt auch für ein anderes Thema, die sexuelle Orientierung. Was geht mich das an? Das ist Privatsache. Ich beurteile Menschen nach ihrem Verhalten, nach ihrem Auftreten, nach ihrem Charakter, aber nicht nach ihrer sexuellen Orientierung. Und ich käme auch nie auf die Idee zu fragen, hattest du früher mal ein anderes Geschlecht oder hast du schon dein Geschlecht gewechselt oder ähnliches? Also, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es mir noch nicht aufgefallen. Bei dem Thema Geschlecht, also jetzt Eintragung, Geschlechtswechsel, muss man ja unterscheiden zwischen der schon vor 5 Jahren beschlossenen, jetzt immer noch gültigen Rechtslage und der geplanten Rechtsänderung. Die geplante Rechtsänderung sieht ja vor, dass man einmal im Jahr sein Geschlecht wechseln kann, auch eine neue Identität annehmen kann. Das Einzige, was ich davon halte, ist Abstand. Und wenn ich deshalb ausgeladen würde vom Christopher Street Day, würde ich sagen, gut, ändert aber an meiner Meinung nichts. Das sagt aber jetzt mehr über die fehlende Toleranz bei den Veranstaltern Christopher Street Day aus, als über die politische Haltung zu der geplanten Initiative der Ampel. Da gibt es übrigens energischen Widerstand aus dem Bundesinnenministerium, Achtung, aus dem SPD-geführten Innenministerium.
die das eher unter dem Gesichtspunkt der Gefahrenabwehr, der inneren Sicherheit als problematisch ansehen, wenn man diese Identität wechseln kann. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber einmal im Jahr sein Geschlecht wechseln zu können mit allen sich daraus ergebenden Folgen, das halte ich für problematisch. Man soll auch nicht so tun, als wenn das ein Vereinswechsel wäre. Heute bin ich bei Grün-Weiß und morgen spiele ich für Rot-Weiß. So einfach ist das gar nicht. Und da ist ja auch keine Beratung mehr vorgeschrieben. Das soll jeder dann souverän entscheiden können. Bin ich mehr im Bundestag? Wäre ich noch dort? Würde ich dafür meine Hand nicht heben? Am Mittwoch beginnt in Düsseldorf der Caravan-Salon, die weltweit größte Messe für Reisemobile und Caravans. Christian, bist du Typ Camper? Haust du die Heringe beim Zelten in den Boden oder bist du eher der Typ Ferienhaus oder Hotel? Oder warst du überhaupt schon mal vielleicht in deiner Sturm- und Drangzeit im Urlaub mobil unterwegs oder gar mit Zelt, Rucksack, Schlafsack? Ja, ich war natürlich, wie du es richtig sagst, in der Sturm- und Drangzeit mobil unterwegs, nicht mit Auto, sondern getrennt mit Schlafsack und auch oft mal einfach auf der Wiese geschlafen oder am Wegesrand. Unvergessliche Erlebnisse unter dem Sternenhimmel in Kanada zu liegen oder sonst wo. Oder auch in Asien einfach nur kleine mobile Unterkünfte zu haben. Ganz grandiose Erlebnisse. Früher als Jugendlicher sehr, sehr viel gezeltet, nie einen Camper gehabt und heute ist es auch nicht mehr meine Wahl. Wenn ich in Urlaub bin, so viel darf ich verraten, dann habe ich immer am liebsten ein kleines Ferienhaus irgendwo an einem Hang oder auf einem Hügel mit einem schönen Blick, habe zwei oder drei Bücher dabei und es klopft keiner ans Zimmer, dass die Zimmerservice braucht oder die Reinigung. Das mache ich dann gerne auch mit meiner Familie zusammen selber und gehe aber gerne essen. Also insofern, ich bleibe da mobil. Ich brauche nicht das große, fette Hotel, das sage ich auch ganz ehrlich, sondern das kleine Häuschen oder auch ein schönes Apartment. Aber immer eine große Terrasse oder Balkon mit Blick muss dabei sein. Bosbach und Rach. Im Internet diewochentester.de. Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite. Fragen gerne per Mail an kontakt@diewochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Und alles Gute bis zur kommenden Folge. Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Ein Maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.